Responsibility personal. Responsibility personal. Responsibility. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face.
So, jetzt sind wir mal hier live. Schönen guten Abend, jetzt auch von meiner Seite aus. Jetzt hat es auch dann hingehauen, schlussendlich mit der Lobby. Heute zusammen mit Lone Survivor werden wir hier zusammen den Stream des Semi-Liga-Rennen hier kommentieren. Ja, vom Brands Hatch. Darum sage ich jetzt einmal schönen guten Abend auch an dich, Flo. Schön, dass wir heute hier gemeinsam kommentieren können. Ja, freut mich genauso. Dom, Brands Hatch, Traditionsstrecke natürlich. Nicht meine Strecke, muss ich sagen. Aber für die Leute, die jetzt hier auf der Strecke sind, Semi-League, Nightshift-Liga, die, glaube ich, haben ausreichend geübt. Und ich glaube, dass wir hier heute ordentlich auf 50 Runden was zu sehen kriegen. Ja, denke ich auch. Ne? Es ist jetzt auch keine wirklich leichte Strecke, wie wir auch in den Trainings gesehen haben. Da muss man es echt fliegen lassen auf der Strecke, um schnell zu sein. Schön rund fahren, schön viel Speed durch die Kurven mitnehmen. Vielleicht einmal ein Stück weniger pushen in den Kurven, wenig rutschen, dass man hier auf wirklich schnelle Zeiten kommt. Aber ich bin schon gespannt, wie das hier aussehen wird. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass auf jeden Fall Rotec ziemlich stark in den Trainings war. Mal schauen, ob er da jetzt das wieder abrufen kann, hier vor allem mit dem Qualifying und Rennen. Hier ist natürlich enorm wichtig, das Fahrzeug auf Pole Position zu stellen, weil natürlich das Überholen hier ohne Harakiri, hier bei Schaden schwer, natürlich nicht wirklich einfach ist. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen in den Trainings, sehr schwer hier auf dieser Strecke zu überholen. Ja, allgemein, ich finde Brands Hatch ist so, ja, wie soll ich sagen, ich finde, es ist eine Mutstrecke. Du musst hier, wie du schon sagst, du musst hier laufen lassen. Wenn du hier nicht laufen lässt, hast du sowieso keine Chance. Gerade die Kurve 7 und 8, meines Erachtens, nach der langen Geraden, die doppelt rechts, und dann auch die Kurve aus der Senke raus, ist meines Erachtens, auch dadurch, dass sie so schwer einzusehen ist, brutal schwer zu fahren. Und da denke ich mal, werden wir den einen oder anderen etwas härteren Zweikampf sehen. Hoffe ich natürlich auch, aber ich hoffe natürlich auch, dass alles fair bleibt. Ja, genau, das hoffen natürlich, denke ich mal, alle, dass hier das Rennen natürlich so fair wie möglich hier über die Bühne läuft. Ich habe dich jetzt noch mal ganz kurz hier links hinzugefügt, dass man auch sieht, dass du hier mit mir kommentierst. Ja, schau mal. Auf jeden Fall hier ein ziemlich schwerer Kurs, wenn du hier wirklich am Limit fährst, ist natürlich der schmale Grat immer, vor allem jetzt dann auch in der, sage ich jetzt mal, in der Qualifying-Runde, weil hier mit Superpole gefahren wird, das heißt, man fährt hier raus, dann zwei schnelle Runden, und in diesen zwei schnellen Runden muss man natürlich das Auto hier so weit wie möglich, hier sehen wir auch Kochiwoch jetzt gerade hier, der sich hier in der letzten Kurve dreht, und das ist halt das Problem hier, du versuchst natürlich hier extrem, vor allem auf dieser Strecke ans Limit zu gehen, weil hier kann jedes Zehntel den Ausschlag geben, dann, dass du vielleicht ein, zwei Positionen weiter vorne bist. Und wie wir schon vorhin besprochen haben, ist es natürlich hier sehr wichtig. Und natürlich, also natürlich das Problem, wenn du hier am Limit fährst, kann es natürlich auch passieren, dass du ins Kies kommst oder das Auto aus der Kurve überfährst oder dass du die Wiese beim Anbremsen oder Rausbeschleunigen ganz kurz berührst oder touchierst. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man natürlich auch schnell abfliegt. Und das wird hier heute ein ausschlaggebender Punkt sein, denke ich mal, wer das hier am Schluss für sich entscheiden kann. Definitiv, also da gebe ich dir in jedem der angesprochenen Punkte, gebe ich dir recht. Spannend wird es natürlich auch am Start. Wie du sagst, Pole Position ist hier verdammt wichtig. Die erste Kurve auch unterschätzen. Viele. Ich, wenn das teilweise sehe in den Live Race Lobbys oder allgemein in den Daily Races, wenn hier, wie sich die Fahrer hier echt überschätzen. Und denken, oh, die erste Kurve, die geht ja eigentlich ganz einfach. Und schwuppdiwupp sind sie draußen im Kiesbett. Und wenn du hier mal im Kiesbett angelangt bist, ja, dann verlierst du mindestens 5 bis 10 Sekunden, bis du überhaupt wieder auf die Strecke kommst. Ja, definitiv, da hast du auf jeden Fall recht.
Ich bin gespannt, wie sich die Fahrer jetzt wie Kick-Ass und hilf mal auf die Sprünge. HLG, ne, HLG müssten haben den Boost nicht, also Kick-Ass, oder? Im Moment den Boost haben, und das kann ich dir sofort sagen, ich habe die Liste hier mir abgespeichert. Ah, Gamers and Friends müsste es sein, soweit ich jetzt alles im Kopf habe. Ja, ich habe hier auf jeden Fall das irgendwo abgespeichert. Richtig große Frage, wo das natürlich hin ist. Und zwar hier. Ja, wir haben mit Boost Kickers Racing im BMW M3. Dann gehen wir zu den Friends. Aber warte, ich kann das hier natürlich auch mal ganz kurz einfügen. Dann sieht man es hier auch im Stream, dass die Leute wissen, von was wir reden. Und zwar haben wir das hier, hier und hier, und das fügen wir mal ein. So, hier sehen wir jetzt schön hier am Bildschirmmittelpunkt, das lassen wir jetzt mal ganz kurz so hier. Wir haben Kick-Ass Racing auf Platz 7 mit 1% Boost heute, genauso wie Gamers and Friends. Das heißt, wir sehen heute den BMW M3 und den Gamers and Friends Subaru mit jeweils 1% mehr Leistung. Ja, mal schauen, ob sie daraus wirklich Profit schlagen können. Sind auch relativ abgeschlagen schon, auch von den rettenden Ufer der ja, Liga verbleiben, sagen wir jetzt mal. Sind halt dann jetzt schon doch 14 Punkte auf Hafensänger Racing. Und ja, müssen wir mal einfach schauen, wie das jetzt sich im Rennen entwickelt, ob da einer von den zwei Teams da vorne irgendwie mitfahren kann. Wir sehen auch auf den Tabellen, haben wir Aussie Racing auf Platz 1 im Audi A8 mit 78 Punkten. Das heißt, sie haben mit zwei Siegen auch schon mittlerweile 20 Punkte Vorsprung auf Nameless Motorsport. Wo wir heute, was ich gesehen habe, Issy 1992 und Chrono wieder sehen, also alte Bekannte auch für den letzten Runden. Und ja, die fahren halt im Mercedes AMG und die haben 58 Punkte. Also das sind zurzeit die zwei Teams, die auf den Aufstiegsrängen platziert sind. Dann haben wir High Performance Racing und Curb Crusher im Lexus RCF. Und ja, die haben 56 Punkte und sind damit nur 2 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Und dann haben wir schon die Hot Lap Group, die glaube ich ziemlich positiv überrascht haben mit im BMW M3. Da sieht man, dass der BMW M3 auf jeden Fall die Fähigkeit hat, hier oben mitmischen zu können. Ich glaube, 2 vierte Plätze gleich waren die letzten 2 Rennen. Und ja, ist mit 52 Punkten auch noch in Schlagdistanz, nur 6 Punkte hinter Platz 2, hinter dem Aufstiegsrang. Und dann haben wir halt Hafensänger Racing, dann 12 Punkte hinter Platz 4 mit 40 Punkten. Ja, so schaut das im Moment aus, sag ich jetzt einmal. Ja, ich meine, als Streamer sollst du eigentlich immer Neutralität bewahren, aber wie du schon sagst, Rotec, von den paar Runden, die ich da teilweise mit in den Lobbys gefahren sind, sieht man ja jetzt hier in den Trainingsrunden, er hat jetzt direkt hier mal eine 17.930 hingeknallt, wo du dir dann denkst, okay, das fahren manche Leute mit leerem Tank nicht, das knallt ja hier auf eine Runde hin, aber wie gesagt, es sind 50 Runden, eine Stunde Brands Hatch, das verlangt, denke ich mal, von den Fahrern ganz, ganz viel ab. Erstens, weil die Strecke so eng ist. Zweitens, weil du 14 Autos auf der Strecke hast. Drittens, die Überrundungen. Ich denke, die Überrundungen werden hier auch ganz, ganz spannend sein. Eben weil es hier so eng ist. Man kann nicht einfach hier in der Kurve mal schlicht auf die Seite fahren, bis sofort im Grün. Ja, und das will man natürlich auch nicht, dass quasi ein Überrundeter beim Platz machen ins Grün fährt. Meinetwegen, die sind beide noch, sind zwei vor dir, sind in einem Positionskampf. Und da mischst du dann als Überrunder quasi mit. Da willst du natürlich auch nicht, dass die beiden vor dir oder die drei vor dir, je nachdem, was du halt hast. Ich denke, wir werden heute viele Positionskämpfe sehen. Und ich glaube, es wird verdammt spannend hier halt. Chrono darf man auch nicht unterschätzen. Wer jetzt so ab Platz 3, kann ich jetzt leider gar nicht sagen. Ich denke, den Splash schätze ich noch ziemlich gut ein. Gremium sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Und wie der Beatbox-Rocker jetzt mit dem
Dings mit dem M3 hier. Ich kenne Beatbox und Kochi Woche von unserer alten Liga noch. Sind eigentlich auch zwei starke Fahrer. Dem Kochi Woche fehlt es halt einfach am Training, an der Routine und so weiter und so fort. Aber der Beatbox ist eigentlich generell, man hat es letzte Saison gesehen, wie er da in Saint Croix mit dem Renault gewonnen hat in der Semi-League. Kann man darauf aufbauen. Und ich glaube, das ist auch nicht das Letzte, was die aus dem Auto rausgeholt haben. Ich glaube, die kommen in der zweiten Saisonhälfte. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich hier gerade den Beatbox-Hocker, den du gerade erwähnt hast, hier im Bild. Und ja, ich sag mal auch Hallo hier dem Stream-Chat. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, im Moment sind wir bei 40 Zuschauern. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Servus Mike, Servus Albert hier, AB-Meister ist schon da, Kai ist schon da, also Kalam, L, Manu ist auch schon da. Ja, ich habe vorher gerade in WhatsApp gehört, dass der Stream ein bisschen ruckelt und so weiter. Also ich habe hier definitiv keine Frame Drops und auch eigentlich stabile Kilobyte pro Sekunde und ja, auch eine sehr niedrige CPU-Auslastung bei 6%. Und ja, jetzt seit ich den Stream reshared habe, bei 1500 Frames 0% ausgelassen, also bei mir läuft eigentlich alles optimal. Ich muss sagen, es sind vereinzelt kleine Ruckler drin, aber die sind nicht störend. Die hatte ich jetzt bei Brasi oder sowas, der hat auch hin und wieder mal kleine Ruckler drin, wo ich mir gedacht habe, also das sind jetzt nicht störend oder sonst irgendwas. Mein Gott, das ist die Technik. Das muss uns leider verziehen werden, es muss auch mir verziehen werden. Ich wollte halt eigentlich einen Dual-Stream starten, aber meine Technik bzw. meine Leitung gibt es einfach nicht her. Deshalb müssen wir uns, denke ich mal, zufrieden geben mit dem, was wir haben. Und auch von meiner Seite jetzt an die Leute, hallo an den Stream-Chat, Mike etc., Albert, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Die Rahmeneinstellungen sind aktuell geändert worden, also es ist 22:30 Quali Semi League Rennen 3 Brands Hatch wird jetzt gestartet. Ja, und auf den oder jetzt abschließen, bevor wir hier die Quali starten. Wenn es irgendwelche Probleme gibt im Stream, einfach sagen im Stream Chat, ich schaue mir das an. Aber im Moment schaut ja alles gut aus, also da kann ich nicht viel ändern. Und ja, dann sage ich mal viel Spaß heute beim Stream. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder ein Abo dalassen würdet und auch ein Like rausschmeißen würdet. Könnt mich natürlich auch jeder freiwillig natürlich supporten. Könnt ihr natürlich auch für die EGTM, die European GT Masters, die heute die Registration gestartet hat, für Saison 3, dem Hersteller der Herstellermeisterschaft, könnt ihr auch schauen. Vielleicht kann Mike da mal die URL auch dann in den Streamchat reinschreiben. Ich glaube, ich habe beim Streambot, glaube ich, habe ich noch nicht wirklich umgestellt auf die neue URL. Kann ich vielleicht dann zwischen Quali und Rennen auch machen. Auf jeden Fall würde es mich freuen, natürlich, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen würdet. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Kochi genau. Wochi aktuell auf der Strecke. Teamkollege lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ja, ich kann vielleicht auch ein bisschen zur Strecke jetzt was sagen. Also wir befinden sich jetzt hier im Moment in der Druids. Jetzt die Graham Hill runter. Dann die Graham Hill Band, was wir hier haben, die Linkskurve. Hier ist natürlich auch wichtig, dass man das Auto schön fliegen lässt. Dann haben wir hier die Copper Straight, die hier in diese Surtes rein mündet. Hier auch viel Speed auf diese kurze Pilgrim Drops gerade mitnehmen, bevor wir in die Hawthorn Hill kommen. Und die Hawthorns, hier die lange Rechtskurve. Dann die Minter Straight, die Darren Minter Straight, die hier in die Westfield reinmündet. Dann haben wir hier sehr schwere Passage, die Dingledale, die in die Schienenkurve rein mündet. Oh, und hier haben wir genau in der Boxenrunde gleich mal. Jawohl, da zu viel. Ich frage mich gerade, wo Beatbox bleibt. Sein Teamkollege ist ja auch in der Lobby. Gibt es da Probleme beim Motor, beim Auto? Muss da das Boxenteam nochmal ran oder Kochi Wochi bricht ab? Scheinbar gibt es ja auch noch technische Schwierigkeiten. Ja, wir haben auf jeden Fall, hier sind wir gerade vor durch die Sterlings durchgegangen. Und sind wir hier jetzt auf der Clearways, wo Kochi Wochi
fährt gerade, aber wie gesagt, seinen Teamkollegen kann ich gerade im Moment nicht sehen. Aber er ist jetzt in der Box, also. Okay, jetzt steht Woche in der Box. Im Lobby-Chat wird jetzt noch diskutiert, Schaden auf schwer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wird es in der. Ja, schon. Doch, also in der Quali Schaden schwer. Auch das sei verziehen. Rotec, glaube ich, macht das erste Mal Lobby Horst, soweit ich das im Kopf habe. Ja, wird schon innerhalb. Oh. Und ich meine, Leute, es ist Freitagabend. Kein Stress. Die, die morgen arbeiten müssen, die machen definitiv irgendwas falsch. Und jetzt denke ich mal, können wir reingehen. So, jetzt haben wir auch Beatbox Rocker hat jetzt. Also Kochi Woche hat Beatbox Rocker jetzt vorbeigelassen. Das heißt, Beatbox Rocker wird hier das Qualifying in England hier auf der Insel eröffnen. Auf einer der ältesten Rennstrecken, die wir im Rennkalender, sage ich jetzt mal, noch überhaupt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, aber Brands Hatch dürfte eine der ältesten Rennstrecken sein in Europa. Müsste so sein, ja, aber das genaue Jahr kann ich dir jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen, da müsste ich Dr. Google fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, aber ich glaube, entweder war es Kochi Woche oder Beatbox Rocker, die zittern auch ein bisschen rum bei mir. Ja, bei mir gar nicht, bei mir läuft es komplett flüssig. Ja. Ich wurde gerade gefragt nach der Startreihenfolge, ich tue da nochmal ganz kurz einblenden die derzeitige Meisterschaftstabelle der Semi League. Also da, ihr seht hier, die Startreihenfolge ist umgekehrt zur Meisterschaftstabelle. Der einzige Zusatz ist, dass Hafensänger hier als letzter startet. Das heißt, wir haben Kick-Ass, dann Gamers and Friends, dann Hotlap Group, dann HPSR, CCR, dann Nameless Motorsport, Midnight Aussie Racing und abschließend die Host-Party mit Hafensänger Racing. So, dass ihr euch auskennt. Und jetzt volle Konzentration auf Beatbox Rocker, der hier die Qualifikation eröffnet, der hier auch schon durch die erste Kurve durchfährt, durch die sogenannte Paddock Hill Band, jetzt hier durch die Streets durch, auch schön raus beschleunigt. Kommen wir jetzt hier zu Graham Hill Band, was ich vorher schon erklärt habe, hier auch viel Speed mitnehmen, auch schön getroffen. Weiter jetzt in die Surtes. Ja, Kochi scheint ein bisschen Probleme zu haben. Das Auto ziemlich am Übersteuern, auch jetzt gerade hier in der Linkskurve nach oben auf die lange Gerade. Ja. Das Heck leicht gekommen. Jetzt die Doppelrechtskurve, wo ich mir immer sage, es ist eine Mutkurve. Da musst du drauf bleiben. Die Linie, wenn du hier versaust, dann bist du weg. Genau. Jetzt Kochi kommt ja auch wieder weit raus in die Senke. Das Speedbox Rocker befindet sich gerade in der Sterlings. Jetzt auf Clearways gleich. Befindet sich jetzt auf Clearways und jetzt noch einmal durch die Clark-Kurve und dann haben wir hier die erste Zeit in der Semi-League. Und wir haben hier die erste Runde vom Beatbox Rocker mit der 1.19.2. Da geht definitiv noch ein bisschen was. Kochi Woche ist eine 1.23.4. Ja, steht hier quer, hat ja schon 7 Zehntel Rückstand. Jo, servus Marcel. Kommen im Stream. Und auch hallo und guten Abend an Brasinho. Jo, und auch an den Manni natürlich. Brasi und all die anderen, die den Stream hier verfolgen. Und Brasi, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe die 60 FPS probiert. Aber da habe ich definitiv Frame Drops. Also es bringt im Moment nichts. Da muss man da vielleicht noch ein bisschen was einstellen. Aber ja, jetzt haben wir Beatbox Rocker hier auf jeden Fall im letzten Sektor wieder. Und ja, schauen wir mal, ob er hier noch was verbessern kann. Ich glaube aber, dass die Zeit rot war. Also es ja, die Zeit waren rot, auch bei Kochi Wochi war die Zeit rot. Da waren leider zu viele Quersteher jetzt drin. Kochi Wochi kam auch in der Doppelrechts aus der Senke raus ins Kies.
Und somit haben wir die ersten beiden Zeiten 1:19.249 und eine 1:23. Hau mich blau, was es jetzt war. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Subaru mit den Gamers and Friends Blue Pagoda und müsste die Toshulo sein. Ja. Ja. So, dann sehen wir hier auf jeden Fall mal den Subaru auf der Strecke. Auch ein geiles Auto, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Also, so eine richtige Kurvensau. Also, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Der Rennkalender ist eigentlich wie gemacht wie für den Subaru, finde ich. Na, du hast eigentlich nicht so Strecken mit permanent langen Geraden, sondern du hast kurvenreiche Strecken. Und gerade der Subaru oder der Mitsubishi, das ist eigentlich gemachtes Feld. Wenn du den richtig eingestellt kriegst, dann ist es gemachtes Feld. Und dann glaube ich, könntest du sogar mit den Autos weit vorne mitfahren. Ja, denke ich mal, dass es definitiv möglich sein wird mit den Autos. Einzige, was das Auto so ein bisschen das Problem hat, meiner Meinung nach, ist der Wheelspin aus den Kurven heraus, der das Auto so ein bisschen zurückhält. Wenn der ein bisschen weniger wäre oder nicht da wäre, wäre das auf jeden Fall eine richtige Rakete, dieses Auto. Aber leider hat er diesen geringen Wheelspin aus der Kurve raus, dem halt die Zeit kostet. Na. So, dann gehen wir drauf. Erste Runde. Blue Pagoda. Ich denke, die Zeit vom Kochi-Wochi müsste er eigentlich schlagen können. Mit der 1:23. Ja. Ich tippe jetzt auch mal so auf eine 1:19. Im ersten Zwischenzeit wird mir leider jetzt nicht angezeigt, auch bei Dito Schullo nicht. Was ich mir erinnern kann, glaube ich, dass ich ihn schon 18er Zeiten fahren habe, sehen vollen Tank. Also so irgendwo in den Dreh sollte er sein am Schluss. Wäre natürlich gut für ihn, gut fürs Team, wenn sich beide jetzt irgendwie schon mal vors Kick-Ass Racing Team setzen könnte, um zumindest den Abstand schon mal auszubauen und den Abstand auf die Hafensinger oder je nachdem, wer heute auf die hinteren Startplätze verwiesen wird, auch ein bisschen zu reduzieren. Ich denke, die hatten es eh nicht so einfach. Sie haben ja quasi vom VIP-Ticket profitiert. Die sind ja direkt in der Semi eingestiegen und war ja auch laut Dennis wieder komplett neu zusammengewürfelt. Ja, hier haben wir eine 1:19.5. Da geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Definitiv geht da noch Und ich würde es denen wünschen. Ich meine, ich wünsche es jedem aus der Nightshift Liga, dass die Leute bis zum Ende kämpfen, dass sie sich nicht aufgeben, bloß weil sie jetzt hier 50 Punkte Rückstand haben oder sonst irgendwas. Das hatten wir ja letzte Saison in der Pro League, da war es ja ziemlich eng zwischen Green Mamba und der Midnight Crew 2. Da war es ja am Ende noch ziemlich spannend. Am Ende mussten dann die Hafensänger runter. Da appelliere ich halt auch an die Fahrer, dass sich die Leute nicht aufgeben. An die neuen Fahrer jetzt bei uns in der Rookie League oder sonst irgendwo. Gebt euch nicht auf, fahrt einfach weiter, fahrt euer Ding. Mein Gott, mal läuft ein Rennen scheiße, mal läuft ein Rennen gut. Die nächste Saison kommt bestimmt. Und da kann man sich dann auch wieder rausreißen. Oh, Dito Schuller ja ordentlich quer gestanden. Ja, auch Blue Pagoda ein bisschen im Dreck gewesen, aber hat nicht gereicht hier für Blue Pagoda. Und 21.7 auch konstante 21er Runden hier von Ticciulo, aber im Endeffekt reicht es am Ende dann auch nicht, hier vor Kick-Ass zu bleiben. Ja, ich denke, zwischen den Vieren da hinten wird es spannend. Und jetzt haben wir schon Paul, der in seine schnelle Runde geht. Und den Gordon, der zieht gleich nach. Scheint ihnen zu liegen, aufgrund der
letzten Ergebnisse, wie du so sagst, zweimal vierte Plätze, soweit ich das jetzt noch rausgehört habe. Echt überraschend, dass sie so gut mithalten können jetzt in der Semi-League, da die Semi, also wo die Semi-League eh so meines Erachtens bockstark aufgestellt ist. Ja. So, schauen wir mal jetzt, wo Paul bei der nächsten Zwischenzeit ist. Sehen wir leider nicht. Schauen wir mal, ob wir Gordon sehen. Seine Zwischenzeit, aber die sehen wir leider auch nicht. Ich gehe mal ganz kurz raus und wieder rein, vielleicht funktioniert es ja. Nein, hat nicht funktioniert. Ja, Paul ist ja gleich über die Linie, es ist ja nicht so der lange Kurs, sag ich jetzt mal hier. Müsste auch so eine 1,19 niedrig dürfte es eigentlich werden. Ah, da haben wir ein paar Federn liegen lassen. Ah, dann haben wir eine 1,20,073 bei Gordon. Das ist im Moment, glaube ich, von denen die gefahren sind, der vorletzte Platz, glaube ich. Ich schau mal kurz in den Zeitenmonitor mit rein. Also Paul hat eine 1,19 wird mir hier angezeigt. Beatbox Rocker aktuell mit der besten Runde noch mit einer 19,249 auf Platz 1 aktuell. Direkt dahinter haben wir den Blue Pogona mit der 1,19,560. Dann kommt der Paul, die 1,19,750. Und dann geht es schon mit den 20er Zeiten los. 20er, 21er Zeiten. Auch der Kochi Wochi. Eine 1,20,6. Zumindest wird es mir hier so angezeigt. Ja, ich bin hier noch auf Paul drauf. Der ist jetzt auch nur 16.000 langsamer als die Zeit davor. Also hier vielleicht noch eine gute letzte Kurve und er kann hier noch ein bisschen was in Zeit rausholen, um zumindest vor Game on Friends rauszukommen. Und wie gesagt im Vorfeld schon, es ist extrem wichtig, dein Startplatz hier. Vielleicht sogar wichtiger als auf allen anderen Strecken, weil hier hast du halt keinen Platz, um keine Geraden zu überholen. Und er hat eine 19,5. Also viel hat ihm da auf Beatbox Rocker nicht gefehlt und Gordon mit einer 19,9. Ordentlich. Ordentlich. Ja. So, jetzt bin ich persönlich gespannt auf Markus von den Curb Crushern. Ja. High Performance, Racing und Curb Crushers sind das, ist ein fusioniertes Team, genau. Genau, ich hatte ja das Vergnügen, in einem der beiden Quali-Rennen gegen ihn zu fahren und musste leider... Und da haben wir... da verliert das Auto. Aber kein Schaden. Schade jetzt. Jetzt muss natürlich auch der Hintermann ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, er hat es gesehen oder war weit genug weg. Ja, nochmal zurück zum Markus hier. Ich hatte ja das Vergnügen, mit ihm in einer der beiden Quali-Rennen gegen ihn zu fahren und musste leider mit Erschrecken feststellen, dass er doch wieder eigentlich 10 Ligen über mir fährt. Fahrerisch. Auch ein ganz starker Fahrer, den ich ja auch ganz stark einschätze. Also ich tippe jetzt mal, wenn ich so vorab so meine Tipps schon abgeben darf, ich schätze, dass das entweder Rotec oder Chrono heute auf der 1 stehen und der Markus wahrscheinlich dahinter. Also die drei werden es unter sich ausmachen da vorne. Ich glaube im Fahrerlager, ich weiß nicht, hattest du schon mal recht mit deinen Tipps? Du bist so wie der Herbert Prohaska des österreichischen Fußballs, der eigentlich nie richtig tippt. weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich tippe mal auf gut Glück. Im Fußball bin ich da besser wie im Rennsport. Rennsport ist halt auch irgendwie. Da ist er gleich ein Aufschreiben, Fahrerlager. Bitte mein Name darf von ihm nicht fallen. Sonst gewinne ich nicht. Nee, auf jeden Fall haben wir hier Gremium, der jetzt gleich über die Linie fährt. Auf Markus brauchen wir jetzt erst in der nächsten Runde schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine 1,21,050. Daneben Markus, schauen wir mal, was jetzt Markus 1988 von dir schon angesprochen, ein sehr starker Fahrer, wenn wir gleich mal sehen, was er hier auf die Strecke zaubert. Aktuell 6,9 Sekunden persönliche Sektorbestzeit. Ja, ist auf jeden Fall nicht violett gewesen. Nein, aber jetzt ist er violett, ein Zehntel. Jetzt ist violett, genau, also jetzt sehen wir vielleicht hier eine 18er Zeit. Und als nächster haben wir dann vielleicht schon einen der Mitfavoriten mit Chrono.
werden wir dann gleich schauen. Aber weiterhin Konzentration hier auf die High Performance und Curb Crusher Racing. Oh, hier kommt auch wieder weit raus und da kann er nicht mehr beschleunigen. Aber gut gemacht, er kann, da geht's einfach nicht. Du kannst einfach nicht weiter beschleunigen, weil sonst ist das Auto sofort weg. Aber das hat auf jeden Fall viel Zeit gekostet. Ja. Auch hier drückt es ein bisschen weit nach oben. Ja, und es ist eine 19.631. Ja, das ist im Moment dann, glaube ich, hinter einem ALG noch. Ah, ALG, HLG noch. Meinst du? Ich glaube, dass es sogar hinter Beatbox Rocker ist. Weil HLG, glaube ich, warte, ja, Beatbox Rocker ist ja auf Platz 1 mit 19.2 und glaube ich, HLG war auf Platz 2 im Moment mit einer 19.5. Schauen wir nochmal rein. Der Markus hat eine 19.6 gefahren. Paul 19.532, da ist nicht viel. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt im Streamchat auf jeden Fall mal drüber diskutieren, wer hier die Nase vorne haben wird. Wir haben ja schon von Lone Survivor, also von Flo, schon gehört, was sein Tipp ist. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber, ja, aber abwarten, also aber das Rennen dauert eine Stunde. Auf jeden Fall Krono hier schon im violetten Sektor, das heißt, er ist jetzt auf Bestzeit unterwegs und auch schon 2 Zehntel hier schneller. Also hier geht schon mal die Leistungsdichte bzw. der Grundspeed schon mal deutlich nach oben. Und hier schon 5 Zehntel schneller. Das heißt, wenn er hier in der letzten Kurve keinen Bock mehr schießt und das Auto wegschmeißt, dann haben wir hier eine neue schnellste Runde mit einer 18 irgendwas. Schaut auf jeden Fall richtig gut aus bis jetzt. Und er fährt über Linie wahrscheinlich mit einer 1.18. Mit einer 1.18.8. Starke Zeit. Der Izzy, schauen wir mal beim Izzy drauf. Kommt jetzt drüber. 1.20. 3.45. Ja. Schau mal, was ist jetzt im ersten Sektor für eine Zeit fährt. Er ist 1 Zehntel langsamer als die Runde davor. Ja. Nutzt, Chrono Lila. Ja, nutzt aber die ganze Strecke nicht aus. Also da ist immer ein bisschen Platz nach außen. Also er überdreht das Auto ein bisschen. Und Chrono jetzt 3.000stel langsamer als seine Bestzeit, die er vorher gesetzt hat. Vielleicht kann er in den letzten 2 Sektoren noch ein bisschen Zeit gut machen. Aber es ist natürlich extrem schwer. Wie viel Risiko gehst du? Du weißt natürlich im Hinterkopf, hast du natürlich die ganze Zeit so am Schweben, das ist so wie ein Teufelchen und ein Engelchen, was du da neben dir hast, eins sagt, dass du mehr pushen sollst, weil du natürlich weißt, dass die Position hier, die Startposition so enorm wichtig ist und die andere sagt er dann ja eher vielleicht ein bisschen safer machen und dann vielleicht nicht das Auto weghauen und dann von ganz hinten irgendwo starten. Das ist natürlich immer, die Balance davon zu finden, ist natürlich immer sehr schwer, aber es schaut sehr gut aus wie eine neue Bestzeit. Ja, hat er nochmal. Genau, hat nochmal nachgebessert. Hat nochmal an den Speedschrauben gedreht in den letzten 2 Sektoren. Wenn du bedenkst, er hat eigentlich im letzten Sektor 18.000stel noch Rückstand gehabt. Ja, und kam dann auch noch weit raus. Sie konnte sich auch noch verbessern. Ah, hier haben wir jetzt auch ein schönes Bild. So, jetzt haben wir die aktuellen Tabellenführer. Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, ich habe hier gerade wirklich nur ein wirklich cooles Bild eingefangen, wo man noch von vorne die Boxengasse sieht mit den ganzen Mechanikern. Ja. Die warten, keine Ahnung, dass die Autos irgendwas machen oder keine Ahnung, was die gerade machen. Auf jeden Fall schönes Bild. Ja. Aber jetzt geht Marcel Pocky, hier der Pockynator, geht jetzt hier auf seine Zeitenjagd im Audi R8 LMS mit der Nummer 139. Mal schauen, was er hier rausholen kann. Heute zusammen mit Akamako, das heißt heute kein Albert, kein AP-Meister, der kann hier nur von außen zuschauen, was seine Jungs hier reißen. Natürlich in der ersten Runde haben wir auch keine Sektor-Zwischenzeiten, werden uns hier wieder nicht angezeigt. Ich muss jetzt ganz kurz mal was vom Money einwerfen. Der hat mir gerade privat geschrieben, er findet es echt gut, wie wir beide das machen, dass wir uns gegenseitig auch ergänzen. Danke für das Lob, Money.
Ich komme schon irgendwann mal nach Kölle und dann werde ich dich. Ja. Ein Dann werden wir schon irgendwas finden. bayerisch-wienerischer Stream-Erguss ist das. Ja, genau. Die bayerischen und österreichischen Akzente, die setzen wir dann während des Rennens. Ja. Okay, jetzt haben wir hier Marcel Pocke jetzt im letzten Sektor. Und letzte Kurve. Schau mal, was hier für eine Zeit ist. Ja, es ist eine 1,21, 1,22,6. 8,7 haben wir. Oh, und Marcel Bock übertreibt hier in der ersten Kurve. Und damit ist auch das Qualifying für ihn gelaufen. Aka Marco hier mit einer 28,749. Ist natürlich ein herber Rückschlag fürs Aussie-Team als Tabellenführer. Ja, aber ich habe es auch schon oft in Trainingslobbys gesagt, der Audi ist hier wirklich sehr schwer zum Fahren, weil er eben so stark rotiert und dass er da, weil er auf der Bremse nicht das beste Auto ist, da hast du halt eben das Problem, vor allem bei solchen Kursen wie hier, dass du halt oft übers Ziel hinausschießt. Ja, Pocky hat Marco auch schon hat einen abgebremst. Frontschaden. Ah, stimmt, ja, und einen Reifenschaden links vorne. Der Pockenator hat auch schon abgebrochen. Hier im Streamchat könnt ihr auch hier vom Nightbot, der euch die ganze Zeit hier zuspammt und euch auf den Sack geht, könnt ihr natürlich auch sehen hier meinen, oder ja, die, also meine neue Homepage, die eGTM.racing. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Auch die Livestreams des Manufaktur Cups, des Hersteller Cups. Wäre cool, wenn ich euch da auch mal sehen würde. Hier fahren auch ein paar bekannte Namen aus der Nightshift Liga mit. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall wieder das Bild hier auf AK Marco, der hier die zweite Runde dreht. Kann sich auf jeden Fall verbessern, aber mit 6 Sekunden wird es höchstens eine 1,22. Ja, eine Ja, da haben wir sie. 22,0. Und jetzt denke ich, gehen wir auch wieder auf einen der Mitfavoriten hier, Rotec im Schlepptau mit Splash DD. Kenne ich persönlich auch noch nicht. Rotec habe ich schon viel davon gehört von ihm. Haben auch schon öfters mal vorn sehen. Geht jetzt auf seine gezeitete Runde. Die Hafensänger allgemein stark unterwegs hier auch in der Semi, genauso in der Rookie, wenn man mal zurückblickt auf Interlagos, der Brenner und der Dicke durch die Strafversetzung von Kalle auf 3 und 4. Und ist auch schon ein Zehntel schneller. Ja. Lustigerweise von Rotex sehen wir jetzt gleich die Sektorzeiten und ist hier 2 Zehntel schon knapp schneller. Oh, hier jetzt ein bisschen in Kommt der ein bisschen Wiese. Dreck. Mal ganz kurz hier drauf. Keine Zwischenzeit jetzt bei Rotex. Schauen wir mal, ob wir bei Splash eine Zwischenzeit sehen. Sehen wir keine. Ich kann sie dir aus dem Zeitenmonitor sagen, wenn ich reinschaue. Rotec war im dritten Sektor weiß. Vierter Sektor ist grün. Ja, ist Mit mir. einer Ist nur knapp 18,993. schneller. Eine 18,6 ist er im Moment so am Fahren. Naja, 18,5 ist im Moment. So, in der letzten Kurve noch was rausholen kann. Und jetzt fährt er über die Linie mit einer 1,18,401 und Splash mit einer 1,19,298. Mal schauen wir mal, ob Rotec da nochmal was drauflegen kann. Ja, erster Sektor lila. Bei Splash 1,5 Zehntel Rückstand. Schauen wir mal jetzt nochmal bei Rotec. Der hat hier Nochmal. 45.000stel lila. Splash 2 Zehntel jetzt langsamer als die Runde davor. Rotec im dritten Sektor verloren. Etwas Zeit liegen lassen. Ja, Rotec hat auch die Runde jetzt abgebrochen, wie wir sehen.
Ja, und Marcel, ich glaube, ich weiß nicht, was du gerade gespammt hast, wenn das Smileys waren, das mag der Nightbot nicht so. Ich habe so eingestellt, dass man hier nicht Smileys und so weiter spammen kann. Das schaut nämlich im Streamchat dann nicht so toll aus. Denk mal, dass das der Grund gewesen sein wird. Ja, und Splash auch durch jetzt 5 Zehntel nochmal schneller mit einer 18. Mit einer 18,7. 7,86. Das heißt, er steht auf Platz 2, oder? Ja. Müsste eigentlich so sein, da Chrono, glaube ich, eine 18,8 gefahren ist. Schon mal auf den zweiten Monitor schauen. Hoppla. Ja, schauen wir nochmal rein. Ne, Chrono steht auf Platz 2. Splash ist um. Aber ganz knapp, ja, ganz knapp. Um 41.000. Das sind nur 4.000stel. 41.000. Ja, also. Jo, dann sind wir durch mit der Quali. Genau. Die ein oder andere Überraschung hat es bestimmt hier gegeben. Aber auf jeden Fall die Hafensänger wieder ganz gut dabei vorne mit Platz 1 und 3 jetzt. Der Chrono im Sandwich, im Lexus Sandwich. Da werden wir sehen, wer da am Start den besseren Zug zum Gas hat. Und wie die Leute da durch die erste Kurve kommen. Hoffen wir mal, dass in der ersten Kurve nicht knallt, dass keiner gezwungen ist, irgendwie ins Kiesbett auszuweichen und da schon 10, 15 Sekunden verliert. Dann warten wir jetzt einfach auf die. Auf den Lobbyhorst, was er schreibt. Ich denke mal, es werden jetzt so 5 bis 8 Minuten Pause sein. Dann kann nochmal jeder Angstpipi machen. Ich hole mir ja auch noch schon mal ein Kaltgetränk. Ja, ich werde auch nochmal für kleine Minkills gehen. Und dann hören wir uns spätestens zum Rennstart wieder. Bis gleich. Jo, dann sage ich mal, gehen wir eine ganz kurze Pause. Kann nochmal jeder hier pingeln gehen. Keiner wird hier was verpassen. Und dann sind wir auch rechtzeitig hier zum Rennstart wieder zurück. Darum sage ich mal einfach, bis gleich.
So, da sind wir auch schon wieder rechtzeitig zurück von der Toilette und vom Bistro hier auf der Strecke. Ja, geht jetzt dann auch höchstwahrscheinlich gleich los. Wollen natürlich hier nichts verpassen. Ja, wir können ja nur mal die Startaufstellung schnell durchgehen. Beim Start wird es immer zu hektisch, da alle Namen nochmal zu nennen. Wie gesagt, Chrono, starker erster Platz mit der 18.4 direkt dahinter. Chrono, sage ich. Rotec, Verzeihung. Rotec, starker erster Platz, 18.4. Ich denke, wir werden im Rennen definitiv auch die 17er Zeiten von ihm sehen. Ja, davon gehe ich das aus. Zu mir ist es zum Beispiel so, ich bin im Rennen immer schneller als im Quali. Immer. Ja, keine Ahnung da, warum. Aber da stehe ich ja. Wenn der Tank voll ist, fahre ich trotzdem schneller als in der Quali. Das hat man jetzt auf Interlagos gesehen. Bin im Training permanent eigentlich eine 26 gefahren und in der Quali habe ich sie nicht hingekriegt. Frag mich nicht warum. Aber nichtsdestotrotz, Rotec auf 1, direkt dahinter haben wir den Krone, ja, was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich muss noch einen Schluck trinken. So. Ja, genau. Gesichtsakrobatik. Ja, blablabla. So, dann haben wir direkt dahinter den Chrono, jetzt haben wir's. Splash dahinter, dann, wie wir jetzt angesprochen haben, starker vierter Platz von Beatbox Rocker. Wahnsinn, wäre natürlich klasse für ihn, den vierten Platz über die eine Stunde Rennen und 50 Runden hier ins Ziel zu bringen, würde dem Kick-Ass-Team ordentlich Punkte aufs Konto spülen und könnte sich dann auch hinten ein bisschen rausreißen. Für die Hafensänger wird es wahrscheinlich nicht reichen, dass wir die vom in den nächsten beiden Rennen vom Relegationsplatz, sage ich jetzt mal, ist es ja quasi das rettende Ufer, drückt. Aber es wäre auf jeden Fall ein starkes Ergebnis für ihn. Er ist schnell, er ist konstant. Das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Aber wie gesagt, auch direkt dahinter, der Paul von der HLG, auch nur 3 Hundertstel dahinter. Dann haben wir den Blue Pogona. Der Markus, denke ich mal, selber ein bisschen enttäuscht mit einer 1.19.6 auf Platz 7. Hätte ich jetzt eigentlich stärker und weiter vorne eingeschätzt. Der Gordon auf der 8. Izzy vom Nameless Motorsport auf der 9. Dann haben wir den Gremium. Kochi Wochi auch noch auf der 11. Tito Schulo und die beiden Audis vom Aussie Racing. Relativ enttäuschend weit hinten für den aktuellen Tabellenführer mit 2 Siegen auf dem Konto. Aber du hast es ja schon angesprochen, der Audi ist relativ problematisch hier auf der Strecke zu fahren und das Rennen dauert nach wie vor eine Stunde. So, jetzt müsste es eigentlich gleich soweit sein. Nehmen wir nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. So, bist du da, Domi? Ich bin da, ja. Alles klar, alles klar. Doch gleich los, ja. So. Los geht's los, ne? Ich werde auch den Videoschnitt mitlaufen lassen. Falls es doch irgendwas zu beanstanden hat. Ich werde weiter vorne ins Feld gehen. Ich weiß nicht, wie die Kameraeinstellung jetzt ist. Ob man mehr von vorne sieht, wenn du von vorne drauf gehst oder weiter von hinten. Aber selbst ich auf 1. Ich bin eins, vorne drauf, weil auf Brands Edge ist die Kamera relativ weit oben und da sieht man beim Start. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall hier gleich die Lichter, die ausgehen. Sehen wir von hier leider nicht. Schau mal durch. Ja, und Beatbox Rocker mit einem schlechten Start. Und das Feld kommt jetzt hier in die erste Kurve.
und Chrono und hat hier Beatbox raus. Blue Pogona fliegt hier. Oh, Kollision. Da war eine Blue Pogona Splash. So, mir wird wieder nichts angezeigt. Warum auch immer. So, jetzt haben wir's. Ja, ich schaue jetzt mal ganz kurz durchs Feld. Du, wir haben hier Splash ganz knapp hinter Paul von den HLG. Der jetzt hier auch versucht zum Angreifen. Also hier sehen wir unter Umständen gleich das erste Überholmanöver. Und das war Markus an Splash. Hab mich ein bisschen vertan jetzt. Und jetzt haben wir hier drei Lexus direkt hintereinander. Ganz knapp hintereinander. Die zwei High Performance Racing und Curb Crush Racer Fahrzeuge knapp hinter Splash, hinter dem Hafensänger Lexus. Ich schau mal ganz kurz durchs Feld durch. Ja, Markus hat einen Schaden hinten am Heck und wird hier auch angegriffen von seinem Teamkollegen. Der steckt aber natürlich zurück und Splash geht hier in die Box mit dem kleinen Schaden. Das heißt, er macht hier auch gleich den Pitstop easy mit einem Schaden vorne links und vorne am Splitter. Marcel Bock, Akamako hier ohne Schaden an seinem Audi und hier kommt Easy ein bisschen weit raus und es gibt hier die Chance für Marco innen reinzufahren, aber so früh im Rennen will er natürlich noch nicht riskieren, einen Schaden zu bekommen. Marcel Pocchi wird hier unter Druck gesetzt von Di Ciullo, hat auch Schaden vorne, links, rechts und Splitter. Di Ciullo hinten Schaden und links, also wir haben hier schon wieder einige Schäden an den Autos. Ja. Genauso wie bei Pogona vorne. Genau. Rotek konnte sich jetzt schon fast eine Sekunde absetzen. Schauen wir mal, ob er das auch halten kann. Der AMG stark hier liegt wie ein Brett. Und Paul von den HLG hat sich hier wieder durchgeschummelt und die HLG, wie mit einem guten Start, so wie in den anderen Rennen auch, halten sich hier aus allem raus, kein Schaden. Und Paul setzt hier seinen BMW M3 auf Position 3. Also schaut auch wieder gut aus, aber das Rennen ist lange. Man kann hier viele Fehler machen, man kann hier einmal unachtsam sein, auf die Wiese kommen, dann ist schon wieder vorbei. Die zwei HSBR und CCR Fahrzeuge im Lexus, beide mit einem, nee, nicht beide mit einem Schaden, Markus mit einem Heckschaden und Gregor mit keinem Schaden. Also das Mako ist dran an Issi. Im Moment. Jetzt Ende Start, Ziel zieht innen rein, reicht dann eine ganz easy. Kommt wieder ein bisschen ins Schlängern. Kann dadurch wieder ein bisschen Zeit gewinnen, aber Mako ein bisschen zurückgezogen. Aber jetzt Kochiwochi hinten dran an Mako. Jetzt haben wir hier einen schönen Dreikampf. Auch Platz 10, 11 und 12 ziemlich nah beieinander. Beatbox Rocker, oh, da hinten haben wir Splash, glaube ich, müsste rausgeflogen sein. Splash? Nee, nicht rausgeflogen, sondern von der Strecke abgeflogen. Der hat auf jeden Fall ordentlich Blitze gelassen jetzt. Jetzt mittlerweile nur noch auf Platz 13. Ja, ich habe hier gerade Easy, habe hier gerade die Rückwärtskamera drin, hier den Heckflügel vom BMW. Schöner Schriftzug hier zu sehen mit Nameless Motorsport. Aber hier stark unter Druck von Akamako und Kochiwochi. Rotek jetzt mittlerweile 1,4 Sekunden Vorsprung auf Chrono. Hier haben wir jetzt auch schon die 1:17:09 als schnellste Runde von ihm in der dritten Runde. Gut, Tank ist leer. Ja, aber die beiden, denke ich mal, machen es unter sich aus heute. Ja, auf jeden Fall ein desaströses Start. Gemenge hier für die Gamers and Friends. Beide Fahrzeuge relativ abgeschlagen. Auf Platz 11 und 12. Auch noch Kochiwochi ist vorbei. Kochiwochi vorbei an Mako. Ja, ich sehe es, ja. Hm.
beide schadenfrei. Aber der Audi scheinbar ein bisschen sparsamer als der M3. Und jetzt auch Angriff von Kochi Wochi auf Easy. Markus in der Box. Ja. Easy hat natürlich einen Schaden. Jetzt zieht er innen rein, Kochi, beim Anbremsen vielleicht. Kommt ein bisschen weit raus. Aber hat gereicht. Kann er kontern? Der Konter kommt. Lasst euch Platz, lasst euch Platz. Schön, schöne Bilder hier. Ja, definitiv. Und da fahren sie nebeneinander. Jetzt Mako. Ja, Mako wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ach, das schaue ich mir jetzt von hinten an. Vielleicht schießen sich ja beide raus. Rotec 1,5 Sekunden Vorsprung, Krono auf der 2, Paul nach wie vor auch schon mit einem dicken Polster von 6 Sekunden auf Platz 4. Dann Gremium 2,2 Sekunden Penalty obendrauf, aber auch schon mittlerweile 7,6 Sekunden Vorsprung auf Kochi Wochi. Dann haben wir das schöne Dreierduell hier zwischen um Platz 5, 6 und 7. Das Angriff wieder von Easy. Die geben sich hier richtig dreckig. So, jetzt kommen die Boxstops. Oh, und da, Auffahrunfall. Uiuiui. Motorschaden jetzt hier bei Kochi Wochi. Da müssen wir jetzt, da werde ich jetzt nochmal in die Replay reinschauen, wenn es geht. Ja, ich werde auch mal reingehen. Ja, definitiv zu spät gebremst oder zu früh gebremst, ich weiß es nicht, aber Kochi Wochi auf jeden Fall. Mit einem komplett kaputten Auto. Motorschaden vorne, hinten und rechts vorne kaputt. Aber schauen wir wieder zum Live-Bild zurück. Und schauen mal auf den Führenden im Moment. Auf Rotec 1984, der hier im schwarzen Hafensänger das Rennen anführt. Noch immer gefolgt von Krono, der aber schon 2,5 Sekunden zurück sich hat fallen lassen müssen. Und fahren natürlich jetzt auch in die Box. Schauen wir mal. Beatbox Rocker auf der 10, jetzt Kochi Wochi auf der 11, direkt dahinter rausgekommen. Durch seinen Motorschaden ist aber dahinter geblieben. Warum auch immer. Issi hat den Frontschaden. Vielleicht mehr getankt, weniger getankt. Schauen wir mal rein, verraten wir natürlich nichts. Ja, ich kann es dir sagen, warum das so ist. Vielleicht fällt es dir auch auf, ich will es jetzt nicht sagen. Und da steht ein Auto neben der Strecke. Es ist mal nicht Rotec, es dürfte der zweite Hafensänger ist es auch nicht. Wer stand hier neben der Strecke? Es war Blue Bogona anscheinend. Hm. Mako war in der Box, kommt auf Platz 7 hinter Gremium ja. Wieder raus. Blue Bogona hat probiert's das Auto auch gleich. Mako vorbei. Dann haben wir AK Mako. Hey. Blue Bogona, Motorschaden, komplette Frontpartie im Eimer. Und das dauert jetzt und das dauert jetzt. Und er hat eh schon 14 Sekunden Rückstand bei Boxeneinfahrt gehabt. Au, oh, das ist wieder ein schwerer Schlag für Gamers and Friends. Im Kampf um den Klassenerhalt. ...31 Sekunden hat er. Jetzt schon blaue Flagge, Rotec fliegt von hinten schon an. Da haben wir die erste Überrundung und schmeißt Auto wieder weg. Schlägt wieder in die Mauer ein. Erste Kurve, wieder Frontschaden und Aufhängungsschaden rechts. Eieiei, ist scheinbar nicht sein Tag, ein gebrauchter Tag. Ja, ich sehe es wieder komplett eingeschlagen. Krono auf der 5.
von beide die gleiche Strategie? Ja, auf jeden Fall haben wir im Moment Rotek auf Platz 1 weiterhin. Dann Paul von den HLG auf Platz 2. Mal ganz kurz auch mal auf die Strategien schauen, ohne die auch wirklich zu erwähnen, dass ihr auf die Reifen und auf den Sprit schauen könnt. Sehen wir natürlich bei Rotek, hier bei Paul. Dann bei Splash, der auf Platz 3 liegend. Also Hafenseng im Moment nach den Boxenstopps auf Platz 1 und 3. Sehr stark unterwegs beide. Dann haben wir Markus auf Platz 4. Chrono auf Platz 5. Dann auf Platz 6. Wir haben dann den AK Marco 47 auf 7. Dann den nächsten M3 mit Beatbox Rocker von Kick-Ass Racing. Der AK Marco wirklich da sehr stark im Heck drinnen hängt. Dann haben wir auf Platz 9 Easy, das zweite Fahrzeug hier von Nameless Motorsport, der hier auch ohne Reifen im Moment bei mir herumfährt. Dann die Chulo, das zweite Fahrzeug von Gamers and Friends auf 10. Dann auf 11 Marcel Bocchi, auf 12 Gordon und auf 13 Gremium. Und im Streamchat wird gerade gesagt, und das kommt von dir, weil ich höre mich auch doppelt. Man hört mich jetzt, glaube ich, doppelt, wenn ich rede. Okay. Also da vielleicht versuchst du es ein bisschen anzupassen, weil ich höre mich auch ganz leicht doppelt. Dachte vielleicht, dass es im Stream-Chat nicht, dass es im Stream nicht so rüberkommt, aber anscheinend hört man es. Ist es jetzt immer noch so? Weil ich habe gerade Headset beim Laden. Vielleicht hängt es an dem. Ja, ich weiß nicht, was ich sage. Oh ja, man hört mich noch immer. Das ist komisch. Ja, aber ich bin schon gespannt, weil Chrono muss jetzt hier auch an den vorbei, an den ganzen Lexusen vor sich. Aber das ist natürlich auch das, was wir gesagt haben, oder was wir geredet haben im Vorhinein, dass die Lexus auf dem Kurs wirklich gut gehen werden. Und jetzt haben wir hier... Welches Fahrzeug war das? Splash, ja, ein Hafensänger hier auf Abwägen in der letzten Kurve. Und hat dadurch den dritten Platz verloren und ist auf Platz 5 und das Echo ist bei mir jetzt auch weg. Beziehungsweise kaum mehr zu hören, also es passt jetzt wieder so. Aber ja, leider Splash jetzt, der hat... zwei Plätze verloren, jetzt auf von 3 auf 5 zurückgefallen. Beatbox Rocker, 24 Sekunden dahinter. Oh, Kochiwochi räumt hier die Chulo ab. Ist hier quer gestanden, auf der Startziel. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, was hier los war. Oh, sehen wir leider nicht mehr. Sehen wir leider nicht mehr, was da los war. Aber hat jetzt natürlich auch Motorschaden dadurch. Den hat er abgeschossen, die Chulo. Ah ja, die Chulo auch mit einem Motorschaden. Ja, das ist Brands Hatch. Und das natürlich auf der Startziel geraten, ne? Kochiwochi auch von der Strecke abgekommen jetzt. So, jetzt auch nochmal im Streamchat. Ist die Rückkopplung jetzt weg? Oder? Ja, also ich höre mich jetzt im Moment zumindest nicht mehr doppelt. Also wird man es im Streamchat auch nicht mehr hören. Ah, im Stream auch nicht mehr hören. Also dürfte passen. Okay, ja, dann liegt es vielleicht wirklich am Laden, wenn ich Headset nebenbei laut. Ich schließe jetzt nochmal an zum Laden und dann sagst du mal nochmal, ob du es nochmal doppelt hörst. Ja, ich schaue nochmal durchs Feld durch. Auf jeden Fall, Chrono ist jetzt schon am Markus dran. Ja, ich höre mich jetzt auch wieder im Hintergrund. Okay, ist weg, schreiben sie. Okay. Und da ist wieder ein Auto neben der Strecke. Aber ich kann da jetzt im Moment nicht hinschalten. Es ist auf jeden Fall keiner der Führenden im Moment. Aber auf jeden Fall hängt Chrono jetzt dem Markus im Heck. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie will er an diesem Fahrzeug vorbeikommen? Beide Fahrzeuge haben ungefähr die gleichen Kurveneigenschaften und auch den gleichen Topspeed. Da ist natürlich, ja, wie willst du da vorbeikommen im Fahrzeug? Das ist halt natürlich die Frage. Das geht halt entweder nur mit Brechstange und so früh im Rennen die Brechstange auszupacken, ist natürlich auch schwer. Ich sehe auch jetzt hier auf der Streckenkarte,
dass jetzt im zweiten Sektor auch zwei Fahrzeuge relativ knapp beieinander sind. Wenn wir da vielleicht mal schnell hinspringen, dürfte Platz 9 oder irgendwas sein, ne, hier. Ja, ich bleib mal kurz auf Platz 2, 3 und 4 dran, weil die sind genau, alle ich bin jetzt und Marcel Pocky wieder zu überholt hier von die... Von wem eigentlich? Das war eine Überrundung, kann das sein? War das jetzt eine Überrundung? Man weiß es nicht. Ja, es dürfte Rotec hier vorne gewesen sein. Ja, war Rotec. Das Überholmanöver. So war. Markus und Krono jetzt dran an Paul. Der Markus setzt an jetzt zum Überholen. Oh, Innenseite. Eng, ganz eng. Kleiner Ditcher von Krono an Markus. Aber Paul kann sich vorerst nur behaupten auf Platz 3. Ja, und jetzt kommt wieder der Angriff hier von Markus auf Paul. Also Paul hier auf Platz 2 enorm unter Druck. Und natürlich auch Markus, der muss natürlich nach vorne aufpassen, nach hinten aufpassen. Und das natürlich auf dem Kurs. Da darfst du echt keinen Fehler machen. Und hier vielleicht jetzt nach innen rein. Traut sich Markus? Nein, das ist natürlich extrem gefährlich hier, weil wenn du hier innen rein stichst, ist natürlich die Gefahr groß, dass du dir sofort einen Schaden holst. Und vielleicht kann er sich jetzt hier innen neben Paul setzen. Und das Überholmanöver kommt. Kann Markus die Linie halten? Ja, schönes Überholmanöver. Und jetzt natürlich mit Krono. Auch gleich hinten nach ist hier innen und ist auch am Paul vorbei. Der nimmt vielleicht lieber hier die Platzierung mit. Ja, ich glaube, der nimmt die Platzierung lieber mit für sein Team. Er denkt daher an die Meisterschaft, als dass er hier sich mit Markus und Krono, die natürlich beide hier, dass hier Krono nicht sofort, oder dass Krono sich hier Zeit lässt bei Paul, ist natürlich auch klar, dass er natürlich nicht machen wird. Weil er muss da schnell vorbei, dass er am Markus 1988 dran bleibt und macht sofort wieder Druck an den Lexus. Ist natürlich auf der Strecke Rotec auch enorm mittlerweile schwer. 20,7 Sekunden. Ja. Mindestens 17,480. Auch eine wirklich gute Runde. Fährt da so im Schnitt eine mittlere 18. Sage ich jetzt mal 18,4, 18,7. Aber ich denke, das spannendste Duell haben wir jetzt hier um Platz 2 zwischen Krono und Markus. Ja. Dahinter sehe ich jetzt erstmal soweit nichts. Das Feld hat sich sauber zerpflückt. Ich habe auch immer die Streckenkarte ein bisschen im Auge und das sind die drei Fahrzeuge, die am knappsten im Moment zusammen sind. Dann bleiben wir da jetzt auch ein bisschen drauf und schauen, was hier Krono und was hier Markus 1988 tun. Schaut auf jeden Fall sehr. Dahinter haben wir jetzt Paul in Bedrängnis von Splash. Auch schon innerhalb von einer Sekunde. Rotec kann hier eigentlich ganz gemach seine Runden ziehen. Ja, natürlich, die hinten sind im Kampf, können natürlich hier keine Top-Zeiten fahren. Sieht man jetzt auch hier in den 19er-Zeiten. Und jetzt ist Krono Angriff von innen. Krono. Schöne aber Bilder, schöne kommt Bilder. Davon, Markus. Und das ist natürlich eine sehr schwere Passage. Oh, verrückt. Und da muss Krono zurückstecken. Ja, und durch den Zweikampf kommt natürlich jetzt der Paul auch wieder ein bisschen näher ran, ne? Klar, er kann natürlich da auch mithalten. Selbst wenn seine Zeiten nicht reichen würden, da dran zu bleiben, kann er jetzt ein bisschen was aufholen wieder, weil die zwei da vorne wirklich kämpfen und Krono zeigt sich hier wieder am rechten Seitenspiegel von Markus 1988 und zeigt natürlich oder signalisiert ihm, ich bin noch immer da, ich klebe an deinem Auspuff, ich montiere in dir ab, wenn es heim muss. Zum Ende des Rennens. Der klaut sich den Heckflügel von den Curb Crusher und montiert sich in vorne für mehr Abtrieb. Oder hat es eine Berührung gegeben? Bisschen zu spät gebremst zum Krono. War ein kleiner Schlag da, kein Schaden, Gott sei Dank. Wieder ein bisschen Lichthupe, ein bisschen nervös machen vielleicht. Aber hier weiß natürlich Markus, das war die Stelle vor, wo Krono vorbeikommen konnte. Und wenn er natürlich hier ein bisschen abblockt, ein bisschen mittig vielleicht fährt, um vielleicht auch hier Krono ein bisschen die Schneid abzukaufen, ist natürlich sehr schwer hier auf dieser Strecke zu überholen, vor allem in der Passage. Ja,
Splash jetzt auch dran an Baul. Da bleibe ich jetzt mal drauf. Ja, dann bleibe ich vorne auf Krone und Markus drauf. Auf Rote brauchen wir nicht wirklich schauen, der fährt hier vorne eigentlich ganz chillig seine Runden, kann man sagen. Die Reifen von Krono aber ein Tick besser. Oh, Splash kommt hier ein bisschen weit raus. Aber ist direkt dran jetzt an Paul. Ich denke mal auf der langen Geraden, wenn er jetzt hier sauber rauskommt. Und hier, Paul verliert das Auto und das ist kein Frontschaden. Er kann das Auto da noch irgendwie von der Bande fernhalten. Das war wirklich ja, ganz knapp. Beatbox auch mittlerweile wieder auf Platz 6 vorgefahren. Da schauen wir uns mal die hinteren Strategien an. Der Mako mit Heckschaden. Gremium kriegt hier schon die blauen Flaggen gezeigt. Wir sind mittlerweile bei Platz 9 Überrundung. Rotek hinten dran. Der Gordon auf der 10. 20 Sekunden dahinter. Dito Schullo. Dann Marcel Bocchi. Nein, wir wollen nicht schreiben. Wir wollen hier durchswitchen. Blue Pogona auf der 13. Und abgeschlagen durch den zusätzlichen Boxenstopp Kochi Wochi auf Platz 14. Gremium macht hier sauber Platz für Rotek. Keine Zeit gekostet. Aber ich muss sagen, weil hier Dirk gerade im Streamchat schreibt, ja, Paul macht spannend. Paul, was machst? Herzattacke. Ja, der Paul macht es echt spannend. Das war echt, sag ich mal, Fahrskills komplett ausgepackt, was das Zeug hält, um hier das Auto irgendwie an der Bande vorbei zu manövrieren, dass er sich hier nicht die Lichter vorne eintätscht. Aber hat funktioniert, er ist wieder auf Kurs auf Platz 5. Ist glaube ich auch wieder oder wäre wieder ein gutes Ergebnis für die HLG. Aber ich schaue jetzt auch mal ein bisschen zurück, wo der zweite HLG herumfährt und das ist im Moment auf Platz 10, Gordon 44. Ja, was macht eigentlich Aussie Racing, die Führenden in der Semi-Liga im Moment? Da schaue ich mal, da haben wir auf Platz 8 Akamako mit dem wiesengrünen Heckflügel. Ja, der fährt im Moment auf Platz 8. Ich glaube, das ist auch so das in dem Dreh, was er sich auch errechnet oder vorgestellt hat. Und Marcel Pocchi, sein Teamkollege, auf Platz 11, der hier aber gerade ein bisschen auf Abwägen ist und mal das Kies ausprobiert. Aufpassen das beim Rejoinen. Das kostet natürlich auch wieder Zeit. Genau, vor allem sind die Reifen auch wieder dreckig und so weiter, schmutzig, müssen sich erst wieder rehabilitieren von dem Kiesgestöbere, sag ich jetzt mal. Und haltet da jetzt auch ein bisschen Blue Pogona auf und da wollte er vielleicht jetzt Blue Pogona ein bisschen antäuschen, ich fahre in die Box. Ne, doch nicht. Hat aber anscheinend nicht geklappt, hat hier die Position verloren. Aber ich springe mal wieder auf Platz 2 und 3, wo die zwei Wahnsinnigen da vorne noch immer im Fall sind. Ich bin da schon eine Zeit lang drauf jetzt und es ist Wahnsinn, wie sich die beiden hier geben. Ja, über mehrere Runden jetzt schon innerhalb von 300stel, wenn nicht sogar weniger, jetzt hier sogar 200stel dran. Krono kommt jetzt hier auch wieder ein bisschen besser raus durch den Windschatten, kann vielleicht jetzt den Angriff starten, nein. Markus. Er wollte sich ganz kurz ihnen zeigen, aber dann doch nicht. Aber Markus macht das echt gut. Jetzt Der lässt hier den Platz nicht zu für Krono und Krono kann hier nicht voll am Limit überholen. Das ist auch einfach noch zu früh im Rennen. Vielleicht so sehen wir, wenn Krono hier nicht vorbeikommt in den letzten ein, zwei Runden, vielleicht nochmal wirklich eine harte Attacke, aber Krono versucht sie aus, um hier vielleicht innen zu bleiben und das schafft er auch. Unglaubliche Aktion. Jetzt kommt es aber zur Kollision. Und Wahnsinnsmanöver hier von Krono. Fährt hier außen neben Markus und konnte sich jetzt natürlich geht er wieder nächste Kurve innen halten. Ja, aber es ist Krono trotzdem jetzt oben und dann auf der Innenseite. Und jetzt setzt sich Markus hier in den Windschatten rein.
Er muss ein bisschen runtergehen vom Gas, sonst wäre er jetzt ins Grün rausgefahren, der Markus. Muss jetzt natürlich auch ein bisschen abreißen lassen. Und Krone wird wahrscheinlich jetzt gerade Take That hören. Der hat den Radio volle Pulle aufgedreht, das kann ich bis hier hören. Ja, und Rotec hier 27 Sekunden vorne. Tja, soll man das sagen jetzt noch? Rundenzeiten stabile 18er. Lässt hier definitiv nichts anbrennen. Nein. Aber wir haben nur 30 Runden. 30 volle Runden hier. Ein kleiner Fehler und selbst 26 Sekunden sind weg. Klar. Vor allem die Bande. Da können auch schon mal 40 Sekunden draufstehen, wenn du da irgendwo einschlägst. So, ich muss ja ab und zu mal zum Kochi-Wochi nach hinten schalten, der jetzt schon, ja, auf Marcel Bocki, der jetzt hier auch wieder auf Abwägen ist. Auch ein gebrauchter Tag für ihn. Knabbert hier ordentlich ab. Mittlerweile nur noch 20 Sekunden Rückstand. Marcel Bocki, ja, wird jetzt überrundet von Gremium und der Gordon noch hinten dran. Oh, und er räumt hier Gordon mit ab. Fährt Gordon hier ins Heck. Da können wir gleich nochmal drauf schauen. Ja, genau, beim Überrunden hier, ne? Ja. Oh, den glaubt, den hat er nicht gesehen, so wie das ausgeschaut hat. Nee, also ich unterstelle keinem Absicht. Na, es war ein blöder Zufall, vielleicht ist das Auto gerutscht durch den Frontschaden, den er hat. Ist nichts passiert. Ich denke, der Gordon hat auch keinen Schaden, oder? Ich konnte jetzt Ja. nichts erkennen. Im Manni werde ich danach im Stream den Nightbot mitnehmen, dann, mitgeben, dann kann er sich mit nach Hause nehmen. Könnt ihr das ausdiskutieren? Adios. Oh, look. Our friend Litchi is in the stream. Greets Litchi, nice to meet you here. Jetzt machen wir schon zweisprachig, oder was? Ja, mit Hello. Litchi müssen wir ja. Hello. Hello, ja. Hello. Das Ja, Halo mit brauchen Litchi wir müssen wir ja so springen. Brauchen wir Gott sei Dank nicht hier bei den GT-Fahrzeugen. Das so weit können wir schon mal uns aus dem Fenster lehnen, dass es hier nicht reglementiert wird von Danny in der nächsten Saison, weil Akamako, schwere Unfälle hatten wir das eigentlich noch Auto. keine mit Verletzten. Akamako, Auto weggeschmissen. Stand auf jeden Fall wieder in der Bande. Ich schau mal, ob ich das in der Heckschaden Wiederholung immer sehe. noch. Ich kann es leider nicht mehr einfangen. Ja, ich sehe es ja. Ich sehe nur in der Wiese stehen. Vielleicht kommt von daher der grüne Heckflügel. Einen grünen Daumen hier bewiesen. Und der Mann mit dem schwarzen Helm noch immer auf Platz 1 konnte den Vorsprung jetzt nicht wirklich ausbauen, hat auch ein bisschen verloren, fährt hier vielleicht auch nicht mehr voll am Limit, aber ja, soll man Ich sagen. denke, er kann jetzt hier befreit vorfahren. Er kann jetzt, denke ich mal, durch die 26 Sekunden, die er Vorsprung hat, auch den ein oder anderen Liter Sprit sparen. Den Rundenzeiten nach sieht es nicht so aus, als ob er irgendwie Sprit spart, sondern er fährt halt ganz gemütlich seine Rundenzeiten ab. Ist jetzt auch schon an Platz 6 dran zum Überrunden. Sagst du, glaube ich, warst in Interlagos bei Platz 8 Ich weiß oder gar Platz nicht. 9 beim Überrunden. Ich glaube, ich war auch so um den Dreh. Und jetzt sind wir schon bei Platz 6. Da merkst du halt einfach die Kürze der Strecke. Na, du Ja. hast ja ungefähr fast 10 Sekunden weniger an Rundenzeit als in Interlagos. Und wie gesagt, Platz 6 jetzt schon zum Überrunden. Markus jetzt in der Box. Paul hinter sich gelassen, hat noch
6 Sekunden, 5 Sekunden, ja, schrumpft ein bisschen jetzt durch die Ausfahrt. Paul nach wie vor, also Respekt, Junge. Ja. Starker fünfter Platz bisher. Ja, Marcel, weißt du, für Bad Language, sage ich jetzt einmal, gab es vom Vater früher immer 10 Knackwatschen. Da gab es noch kein Nightbot. Aber vielleicht könnt ihr das ja nachher noch ausdiskutieren. Versteht der Knackwatschen überhaupt? Ja, weil ich kenne Knackwurst. Da kann er sich vielleicht zusammenreiben, was man mit einer Knackwatsche macht. So, Rotek 1, Chrono 2, Splash auf der 3 durch den Boxenstopp. Der wird aber jetzt auch die nächste Runde wahrscheinlich in die Box gehen. Somit wird Markus wieder auf Platz 4, auf Platz 3 nach vorne gespült. Markus auf der 4, Paul auf der 5, wie schon angesprochen, starker fünfter Platz bisher. Wir sind jetzt gleich bei Halbzeit. Disconnects haben wir Gott sei Dank noch keinen gehabt. Izzy auf der 6. Marcel, Hitbox Rocker. Meine, das ist Bossing, kein Mobbing. In meinem Stream. Dir gegenüber. Ja, kannst weitermachen. Beatbox Rocker jetzt mittlerweile auf der 7, wird, denke ich mal, noch einmal in die Box fahren müssen, wird, denke ich mal, nicht reichen, war in Runde 15 als letzte Mal, aber trotzdem, denke ich mal, erstmal einvernehmliche Platzierung aufgrund des, ja, ich sag's jetzt mal, verkackten Starts. Entweder hat er gepennt oder er kam wirklich so schlecht weg. Und ja, überholen musste dann natürlich. Ist es nicht. Ich habe einfach zugeschaltet. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Na, passt schon. Ich sehe hier alle Überrundungen als Überholmanöver. Ich bin schon wieder ein guter alter Heinz Brüller, der von Chucky X von 1900 X geredet hat und dann irgendwie ein Überholmanöver übersieht oder. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es ihm geht. Ja, und Kochiwochi hat die rote Laterne abgegeben und kaum sage ich's, fliegt er von der Strecke. Ich sollte den Jungen, glaube ich, nicht so oft loben, so wie er es in der WhatsApp-Gruppe angepriesen hat. Konnte die rote Laterne jetzt auf jeden Fall abgeben an Marcel Pocky. Die Strategien, ja, ja. Was war dein Tipp eigentlich vom Rennen? Oh, mein Tipp war Rote, Chrono und Markus. Sagst du jetzt, ne? Nee, das war. Nee, also nicht in der Reihenfolge. Ich habe gesagt, Rotek und Chrono machen den ersten Platz unter sich aus. Und dritter war hatte ich Markus. Okay. Und aktuell sieht es ja ganz gut aus. Da sollten wir echt mal so eine Wettkasse einführen oder so. Wenn wir eh schon in den Streams ständig fragen, wer Platz 1, 2 und 3. Und das Geld bekommen und das Streamer. Oder mal so ein. Ja, genau. Dann reißen sich alle um den Stream. Oder mal so ein Streamer-Phrasenschwein wie beim Doppelpass oder sowas einführen. Nein, wir müssen irgendein sein Wort einführen, dass jedes Mal, wenn man das Wort sagt, dass alle ihn heben müssen. Ja, dann kennt sich hier keiner mehr aus am Schluss des Rennens. Und die Streamer, die hängen hier dann rum. Bei jedem und. Ja, genau. Okay, na, schauen wir mal wieder aufs Renngeschehen. Also wir haben weiterhin Rotek, der mittlerweile jetzt schon von knappe 27 Sekunden auf fast schon 30 Sekunden, also er hat hier schon fast eine halbe Minute Vorsprung, den Vorsprung ausgebaut hat. Dann auf Platz 2 von Nameless Motorsport haben wir Chrono. Dann auf Platz 3 haben wir Markus von den Curb Crusher und High Performance Racing. Dann haben wir Paul von den HLG wieder auf einen vierten Platz. Dann Splash, der zweite Hafen
Sänger hier auf Platz 5. Das heißt, wenn das hier so zu Ende geht oder vielleicht Splash sogar noch eine Position machen kann, haben wir hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die Hafensänger. Und hier, wie ich sag, verliert er hier das Auto. Ich sollte hier heute echt aufhören zum Reden, weil sonst reißt mir Manni hier echt noch den Kopf ab. So, somit so viel zum Thema gute Platzierung, ne? Mit abschließender Wandkollision. Das ist jetzt natürlich wieder böse, ne? Jetzt kann er natürlich Paul trotz seiner... Jetzt fahrt er in der Box auch noch gegen die Wand. Ah, das läuft überhaupt gar nicht jetzt die letzte Runde für ihn. Ja, das ist, glaube ich, nicht die einzige Strecke, wo du in der Boxengasse an die Boxenmauer fahren. Also das ist mir heute in der Trainingslobby auch passiert, auf Katalonia. Einfahrt Boxenmauer und ja, rechts einfach mal hängen geblieben. Jetzt sehe ich da gerade was. Die haben hier alle Sticker von allen Streamern drauf, nur von mir nicht, auf dem Hafensänger. Da muss ich aber nochmal reden mit denen. Die haben hier oben Brasino stehen, dann dein Name. Ja. Aber ich sehe meinen Namen nirgends. Also das ist ja wirklich, da muss ich eigentlich gleich weg. Du wirst am Unterboden dranhängen. Also Chrono auf Platz 1 hier, gefolgt von Markus. Ja, Splash jetzt auf Platz 6 rausgekommen. Ist natürlich bitter, weil er nämlich auch gerade in der Box war. Das heißt, von der Strategie her war er echt gut aufgestellt. Aber er wird auf jeden Fall noch vorkommen wieder. Vielleicht rein, ja, für Paul unter Umständen. Ja, Paul riecht natürlich den Braten jetzt. Wäre natürlich auch sofort in die Box, aber muss natürlich auch tanken, was Splash definitiv nicht musste und auch schon von der Strategie her relativ knapp dran war. Aber schauen wir mal, wo ist Splash? Der kommt hier und Paul ist schon am Nachtanken. Kochi, Wochi wieder auf Abwägen. Marcel und Paul Pocky, fährt also los. Kommt hier raus vor. Hey. Easy noch, der hier ohne Räder weiterhin, also er hat hier null Reifenverschleiß anscheinend. Aber er kommt auf jeden Fall vor Splash raus. Der konnte natürlich jetzt von seiner besseren Strategie nicht profitieren. Wie ist der Abstand zwischen P8 und P9? Der Abstand ganz kurz sind 12 einwerfen Sekunden. Darf. Ja. Der Marcel Pocky, also scheinbar hat er Probleme mit der Leitung. Der steht seit mittlerweile geschlagenen 3-4 Minuten in der Box. Schaden wird nicht repariert, Reifen, keine Ahnung, sind nicht gewechselt, es ist nicht aufgetankt worden. Also entweder hat er jetzt die Segel gestrichen. Er hat nicht weitergeklickt, ne? Er steht nur bei der Reifenwahl und klickt nicht weiter. Richtig, richtig. Das wird natürlich dem Teamchef überhaupt nicht gefallen. Aber vielleicht ist es auch irgendein technisches Problem, dass es nicht weitergeht. Ja. Weil der Motor abgestorben und jetzt überlegen sie gerade, wie sie ihn wieder ankriegen. Der Teamchef da hinten, anscheinend haben wir da hinten in Albert stehen, hier mit Smoking und... Ja, aber die Boxencrew, die steht da irgendwie total fragend da und denkt sich, oh, mei, wer dann jetzt sagt, was er will, ne? Rotik jetzt an der Box. Ja. Eigentlich will ich ihn gar nicht zeigen. Vielleicht sehe ich jetzt hier auch einen Sticker von mir. Aber ich sehe einfach keinen. Nee. Ja, deine Soundqualität ist gerade irgendwie schlechter geworden. Also über die Party. Ja, nee, also bei mir läuft alles. Alles ganz gut. Ja, und Rotek jetzt nur eine Sekunde vor Chrono, aber natürlich in der Box gewesen. Also er kommt hier sogar vor Krone noch raus. Also ja, läuft perfekt für den Herrn Rotek und den Hafensänger. Aber wir haben noch 20 Runden zu absolvieren hier. Und definitiv noch genug Zeit. Aber ich will es ja jetzt hier nicht wieder verschreien, weil sonst kriege ich hier wirklich Probleme mit... Ja, auf Platz 3 relativ safe. Weiterhin Markus. Dann auf 4 den ersten Halki. Dann Splash auf 5. Dann Beatbox Rocker mit Beatbox Rocker auf Platz 6. Nach seinem Start Crash oder da, wo er außen abgeflogen ist, konnte er sich gut rehabilitieren für sein Kick-Ass-Team und fährt im Moment auf Platz 6 und er holt auch auf Splash.
aber wird hier nochmal in die Box müssen, definitiv. Ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird. Ja, Gordon auf 7, der zweite Halt G. Dann Easy auf Platz 8, sein Teamkollege jetzt gerade in die Box gefahren. Easy hat schon hinter sich. Akamaku jetzt auch in der Box. Hoffen wir mal, dass sein Mode nicht ausgeht in der Box. Dann Gremium auf jetzt. Platz 10, auf Platz 11, Pogona auf 12, die Chulo. Also für die Gamers and Friends hier wieder ein sehr gebrauchtes Rennen. Markus ist jetzt hinter Chrono geblieben, aber nur 0,5 Sekunden. Ja, aber ja, ich will jetzt von der Strategie her nichts sagen, um hier umständen, wenn Chrono hier zuhört oder wenn auch hier Markus zuhört, natürlich nicht zu sagen, ja, wie das die Strategie oder das wie das muss ja Tanking keiner wissen, halt, er kann genau. Ja trotzdem angreifen. Ja, also ich meine, es wird wahrscheinlich von den Teamkollegen sowieso durchgesagt werden, die in Stream schauen. Jo, danke Sandro für den neuen Sub. Dankeschön. Ja, Danny sagt sich auch gerade durch, Hafenseng aktuell auf Platz 1. Das sehen wir hier, Danny. Der ist auf Platz 1, da sehen wir eigentlich jetzt schon das ganze Rennen. Er meinte wahrscheinlich Tabelle, ja, so wie ich das rauslese. Ja, Chrono weiterhin auf Platz 2. Dann Markus noch immer knapp hinter ihm, aber da wird sich auf jeden Fall noch was tun, denke ich mal. Dann Paul weiterhin auf 4, Splash auf 5, Beatbox Rocker auf 6, der immer näher auf Splash, rankommt. Dann Easy auf 7. Da wird's eben spannend, Platz 5 und 6. Der Beatboxer kommt immer näher ran. Gut, die Strategien sind unterschiedlich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie weit kommt man mit einer Tankfüllung hier auf Brands Hatch? 20 Runden? Ja, ich schätze mal zwischen 19 und 21 Runden werden das sein. Also ich glaube, der Audi, weiß ich gar nicht, haben wir noch gar nicht wirklich getestet, weil heute war ja auch die der Anmeldestart von der EGTM von mir. Da konnte ich nicht wirklich jetzt irgendwas testen. Ich bin jetzt schon 2 Tage eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Kurs gefahren. Dann morgen wieder ein bisschen einfahren, ja, dass es dann wieder hinhaut dann in der Pro-Liga. Ich wollte es gerade sagen, nicht, dass du da morgen nicht mehr klarkommst. Das wünschen sich vielleicht viele, aber das werde ich nicht zulassen. Ja, und wir sehen auch, Chrono konnte ein bisschen was aufholen auf Rotec, aber es sind halt weiterhin diese 27, zwischen 25 und 30 Sekunden, sage ich jetzt mal. Aber ich bin echt schon gespannt, wie das hier aussieht zwischen Markus und Chrono. Haben wir aktuell nichts im Petto, was wir den Zuschauern zeigen könnten. Marcel Bocchi nach wie vor in der Box, Kochi Wochi geht jetzt wahrscheinlich zu seinem letzten Boxenstopp, ist jetzt in der 30. Runde, geht in die 31. wenn wir sagen, okay. War Splash nicht gerade vorher noch vor Paul? Und Splash wieder mit einem Fehler. Ich glaube, Splash war gerade vorher noch vor Paul und damit ist Halt geht, glaube ich, auf Platz 4, wenn ich das richtig sehe. Und Splash muss sich jetzt gegen Beatbox Rocker auch noch wehren. Aber der wird hier auch nochmal einmal einkehren müssen, denke ich mal. Definitiv. Aber wird's jetzt spannender. Jetzt kommen wir in so eine Situation. 2 im Positionskampf und Überrundung. Und das auf der Strecke. Schauen wir mal, wie das jetzt ausgeht. Ja, Splash macht hier Platz. Schön. Ja, ist natürlich auch sein Teamkollege. Da wird er natürlich keine großen Sachen machen, den wieder schnell vorbeilassen. Beatbox hat jetzt natürlich profitiert davon. Knappe 2 Sekunden jetzt. Gut, wie du schon sagst, er muss nochmal einkehren. Aber muss man ihm jetzt lassen für das, dass er am Anfang so viel Pech hatte und den Start verhunzt hat, hat er sich doch, wie du schon sagst, gut rehabilitiert. Auf Platz 5 mittlerweile. Ja.
Ja, genau. Kochi Wochi macht jetzt hier auch sauber Platz. Haben wir gerade gesehen, dass die Leute hier alle vorbei können. Ja, ich finde auch, dass man sich auch einen Namen machen kann, indem man fair fährt, beim Überrunden nicht stört. Das ist natürlich auch sehr gern gesehen, wenn einer gut Platz macht und so weiter. Das ist auch ein großer Pluspunkt für jeden Fahrer. In jeder Meisterschaft, sage ich jetzt mal, Fairness sollte immer ganz oben stehen, Respekt untereinander vor allem. Auch die langsameren Fahrer, die das vielleicht eher noch mehr, ich meine, es ist ein Hobby, aber manche sehen das vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Ich sehe es zum Beispiel definitiv mehr als nur ein Hobby. Mache es jetzt mittlerweile auch schon wirklich sehr lange. Und ja, und sieht man ja Beatbox auch ganz fair den Leader hier vorbeigelassen. Und in der 35. Runde befinden wir uns jetzt im Moment. Und Krono fährt hier ohne irgendwelche Probleme auf Platz 1 weiterhin. Lässt hier auch schon deutlich mit den Rundenzeiten nach. Oh, Beatbox kommt ein bisschen weit hier jetzt. Splash innen. Oh, zieht nochmal zurück. Also ich denke, zwischen den beiden wird es zum Schluss raus, wenn es von der Strategie hier so ausgeht, dass der Splash vielleicht nochmal einkehren muss. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit der Lexus mit einer vollen Tankfüllung kommt. Vielleicht kann es mir der Money sagen, der ist ja das, das Full Distance Race bei euch mitgefahren vor 2 Tagen. Vielleicht könnt ihr mal im Streamchat reinschreiben, wie weit der Lexus kommen sollte. Da können wir uns auch ein bisschen ausrechnen, wie es aussieht von der Strategie her. Weil ich denke mal, das wird zum Schluss raus. Beatbox muss definitiv jetzt dann kommen. Aber ich denke, das wird zum Schluss raus ziemlich spannend zwischen den beiden. Ja, Marcel Pocky noch immer in der Box, also da dürfte irgendwas. Ja. Okay, also der Manni schreibt bis zu 28 Runden im Lexus. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. 28 Runden kommen mit dem Lexus. Ja, sagst, dann hat er jetzt noch 16 Runden. Dann müsste er eigentlich durchkommen. Wenn es 28 Runden sind, dann müsste er eigentlich durchkommen. Er hat nur über die Hälfte Sprit. Aber selbst dann müsste es eigentlich für Beatbox reichen für Platz 6. Also da lege ich mich jetzt einfach mal fest, dass wenn kein Zwischenfall kommt oder sonst irgendwas, auch für Splash ist es noch nicht durch. Klar, man sollte sich nicht so sicher sein. Aber Splash hatte jetzt auch in den letzten paar Runden ein bisschen Pech. Einmal das Auto, ja, den ungeplanten Boxenstopp mit reingehauen. Durch seinen Komplettabflug, den er da hatte. Ja. Rotek an der Spitze, konstant 27 Sekunden. Auf jeden Fall müssen wir, wenn der Lexus hier 28 Runden durchfährt, müssen wir auf jeden Fall nochmal zur technischen Abnahme schicken nach dem Rennen. Ja, ich glaube, da müssen wir die BOP nochmal ein bisschen verändern. Ja, nicht die BOP, und aber mal den Zusatztank ausbauen. Ja, und die Spritdurchflussmenge mal überprüfen. Und nicht, dass sie hier so einen Übersprit haben oder sowas. Power Akku, die fahren hier mit Hybrid anscheinend, ne? Die Lexus. Ja. Die Lexus Crew hier. Und deswegen ist der Manni jetzt so zuversichtlich für die nächsten Rennen. Aber dann werde ich in Katalonien schon ein bisschen in die Schranken weisen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Die fahrende Baustelle, ne? Ja. Jetzt wird er von uns und vom Nightbot gemobbt. Ist echt arm heute bei uns dran, aber der braucht das. Ein bisschen aufstacheln. Ja. Und dann spammt er wieder. Aber man kann es eh nicht lesen. Na gut, ja, Splash hier auf Platz 5. Ja, ich sag mal, er hat die Pace, nur er kriegt es halt nicht Runde für Runde hin. Ne? Er hat dann wieder, sag ich mal, einige gute Runden. Nur dann hat er halt wieder diese eine Runde drin. Wenn er jetzt 3, 4, 19er fährt oder 18 hoch und dann aber eine 22, 23 drin hat, haut ihm das natürlich einen Schnitt zusammen. Dann ist es halt im Schnitt nur eine 20er Runde. Ne? Das ist halt das Problem im Moment. Er hat auf jeden Fall den Speed.
Er hat auch gut und viel trainiert, bin mir bei sich. Ja, aber es ist halt, Problem Rennen ist halt dann doch einiges und einiges anders. Ja, wo es jetzt natürlich auch noch spannend wird, ist Platz 13 und 14, der Kochi, 13 und 12. Der Kochi-Wochi, sieht man an den Rundenzeiten, ist deutlich schneller unterwegs als der Diculo. Wenn auch nicht konstant, aber sind aktuell nur noch 5,2 Sekunden. Jo, natürlich schalten wir mal kurz auf Gremium. David hat das gerade verlangt. Ich würde, wenn. Okay. Wenn du danach dann mal auf Izzy und Gordon schaltest, Platz 7 und 8. Die sind innerhalb von einer Sekunde. Ja, machen wir natürlich sofort. Weil das ist jetzt so, soweit ich jetzt sehen kann, der einzig aktuelle Zweikampf. Was anderes haben wir gerade nicht. Pocky nach wie vor in der Box. Aktuelle Rundenzeit bei 18 Minuten 40. Ja, aber ist sie hier auf jeden Fall schon gut unter Druck von Gordon. Oh, jetzt hat der Überschuss, kam deutlich besser aus der Kurve raus. Ja, aber er traut sich nicht. Ja. Ja gut, das ist so eine Kurve, wo ich mir denke, da müssen beide Fahrer wissen, wo steht der andere, wie kann ich fahren, wie fährt der andere, ansonsten hast du in der Kurve keine Chance. Wenn du da einfach blind reinhältst, holzen sich beide gegenseitig raus und das, glaube ich, liegt nicht in dem Interesse beider Fahrer. Markus nach wie vor auf der 3. Paul auch wieder starker vierter Platz. Verliert aber jetzt gerade ein bisschen Zeit auf Splash. Auch bloß noch 3,6 Sekunden und wir haben noch 11 Runden. Mhm. Da könnte man da unter Umständen auch noch einen Kampf sehen. Da ich definitiv am Ende des Rennens nochmal zuspitzen könnte. So, Diculo nur noch 1,5 Sekunden vor Kochi-Wochi. Aber Kochi-Wochi, jetzt hast du wieder verschrien. Wahnsinn! Mann, Junge! Du hast es einfach wieder verschrien. Ja, pass auf, und jetzt bin ich dann wieder der Schuldige. Erst soll ich in die Eier. Und dann baut er jedes Mal, wenn ich was sag, baut er einen Scheiß. Meine Herren. So, und Markus jetzt in der Box. Ja, sollte reichen. 50 Sekunden Vorsprung auf Paul. Letzter Stint. Drei Sekunden nur noch vor Splash, der Paul. Ja, Splash wieder ein bisschen weit rausgekommen jetzt. Ja, ist aufpassen, dass er jetzt nicht zu viel nimmt. Zu viel will. Ja. Ehrgeiz okay, aber er darf jetzt nicht zu sehr pushen. Es sind nur drei Sekunden, aber der Paul kann einen Fehler machen vorne. Aber je mehr er jetzt hinten pusht und die Reifen in Mitleidenschaft zieht, desto eher passiert ihm noch der Fehler. Und Paul denkt sich dann, ja, mach du nur. Ich fahr mein Rennen und passt schon. Beatbox, denke ich mal, wird das Rennen nah, wenn nichts passiert. Nein, ich sag jetzt nichts mehr. Sonst siehst du? Ich sag was und er fliegt raus. Wer ist aufgeflogen? Das kann nicht sein, oder? Beatbox Rocker ist aufs Grün gekommen, zwar ohne Schaden, aber trotzdem.
Ich sag jetzt gar nichts mehr zu den Jungs. Ich glaube, ich bin deren Untergang heute. Eieiei. Rotec mittlerweile 40 Sekunden Vorsprung. Oh, Krono hat Frontschaden. Mhm, schauen wir, vielleicht sehen wir das nochmal. Der ist, glaube ich, von der Strecke abgekommen. Weil der war beim Überrunden von den beiden Kickers-Fahrzeugen und auf der Startziel hat er einen von den beiden wieder vorbeigelassen. Also gehe ich mal davon aus, dass er da abseits der Strecke war. Mhm. Schaut so aus, ja. Der ist ja auch ein bisschen im BMW-Sandwich von den Kick-Ass drin. Ja, der Flo ist heute ein richtiger Fehlerteufel. Jeden, den er ansagt, der hat hier ins Grüne zum Fahren. Vielleicht sollte ich morgen bei dir kommentieren. Hast keine Chance. Und sollte deinen Namen mal öfter keine ansagen. Chance. Nee, ich gönn's jedem, der vorne fährt. Jetzt haben wir natürlich Krono 42 Sekunden. Summiert sich jetzt natürlich durch den Frontschaden. Ich glaube, gibt vielleicht Rotec Markus die Chance nochmal. Es sind nur 8 Runden. Ich glaube, Rotec könnte hier sogar einen neuen NSL-Rekord aufstellen mit dem höchsten Vorsprung. Ich kann mich erinnern, ich hatte letzte so einmal 41 Sekunden, glaube ich, auf Alsace. Also dürfte der Rote gerade hier auch einen neuen Vorsprungsrekord aufstellen. Sowas müsste man auch mal festhalten. Führungsrunden und so weiter und so fort. Wenn man schon eine ewige Siegertabelle oder Punktetabelle von der NSL, vielleicht auch mal die meisten Führungsrunden, meisten Siege, die meisten letzten Plätze und so. Die meisten Überholmanöver, die werden von dir zusammenzählt, von allen Streams. Ja, natürlich. Ja. Jetzt habe ich dann höchstwahrscheinlich aber hier Zeit. Easy und Gordon jetzt hier weiterhin im Fight. Und der Strategie hier auch kein Unterschied mehr. Das heißt, die werden hier bis zum Ende durchfahren. Aber die kriegen hier blaue Flagge, das heißt, hier kommt gleich einer, der überrundet und es sieht so aus, als wäre das Markus. Markus, genau, es ist auf jeden Fall ein HBSR. Ja, macht. Ebenso. Gordon macht Platz. Also das muss man den HLG-Jungs auch wie den anderen Fahrern immer hoch anrechnen, wenn sie quasi einen Positionskampf bleiben lassen, beziehungsweise wenn sie sich aus dem Positionskampf erstmal zurückziehen und wissen, okay, jetzt verliere ich halt mal 2 Sekunden, aber Hauptsache der Hintermann, der mich überrundet, der kommt sauber und ohne Schaden und ohne Zeitverlust vorbei. Das muss man den Jungs einfach mal anrechnen und das muss man auch honorieren, finde ich. Weil das ist Rennsport und es bringt auch nichts, sich da ständig irgendwie gegenzustellen. Das hatten wir in der letzten Saison zu Genüge, brauchen wir nicht ansprechen. Und finde ich echt klasse. Also gerade auch hier auf Brands Hatch, die Strecke ist eh so eng, dass sich die Leute hier trotzdem Platz lassen und auch die Leute überrunden lassen. Ja. Ja, ist ja gut. Ich habe ja schon gesagt, das ist High Performance Racing Curb Crusher. Also HPSR CTR. So, jetzt haben wir das. Und weiterhin hier Gordon und Easy im Fight für oder um Position 7. Aber die Frage ist, will Gordon überhaupt jetzt noch so viel Risiko gehen, um hier nochmal an Easy vorbeizugehen, weil Easy fährt hier natürlich ein bisschen mehr mittig. Aber hier lasst Easy jetzt ein bisschen die Tür offen. Aber er will natürlich hier keinen Schaden verursachen. Ja, sie haben beide Schaden, ne? Also Gordon hat Frontschaden und Izzy hat Heckschaden. Also da hat scheinbar eine Berührung gegeben. Auch hier wieder ganz eng. Einmal anklopfen, das zweite Mal ist dann gleich durchbrechen durch die Tür. Ja.
profitiert jetzt natürlich keiner von den beiden, ne? Hat jetzt jeder irgendwie einen Leistungsverlust oder sowas auf der Geraden. Aber ich habe das Gefühl, dass der Gordon irgendwie schneller könnte als der Izzy. Ja, es liegt aber an den Reifen, also die Reifen sind noch etwas besser. Ich glaube nicht, dass sich Gordon hier mit dem 8. Platz zufrieden gibt. Der weiß, er kann mehr und er kann vorbei am Izzy. Und die Havensänger im Streamchat wollen natürlich, dass hier Gordon, die fahren Gordon natürlich jetzt an, dass er hier noch an Izzy vorbeigeht und Nameless Motorsport Punkte kostet, weil dann unter Umständen, denke ich mal, Havensänger auf Platz 1 wäre und nach Catalunya, nach Spanien als. Ja, jetzt ist er innen, jetzt quetscht er sich durch. Ja, es reicht aber nicht. Raus, beschuldigen. Oh, jetzt hier gab es eine Berührung. Das schauen wir uns nochmal an. Da hat er ihm nämlich, glaube ich, auch zu wenig Platz gelassen. Ja, also gar keine Frage. Das war definitiv jetzt ein kleiner Aussetzer von Izzy. Da war rechts einfach kein Platz mehr, ja, wo Gordon hin hätte können. Weiß ich nicht, wie die HLG-Jungs da drauf sind. Wird, denke ich mal, der Rennleitung so übergeben. Wir haben es jetzt auch so gesehen, da war definitiv kein Platz mehr rechts. Wir sehen es jetzt auch, zieht hier ziemlich weit nach außen. Vielleicht hat er nicht gesehen, auch wieder keine Absicht unterstellen, aber da war definitiv, hätte man da ein bisschen mehr Platz lassen können, um den Abflug eben zu verhindern. Schade. Rotek mittlerweile fast 50 Sekunden, gerade sage ich's. Vorne vor Chrono. Und Chrono jetzt auch bloß noch 8,9 Sekunden. Er wird Markus wahrscheinlich nicht mehr schaffen. 9 Sekunden. Ja, im Streamchat wird es gesagt, nach links war Platz für Izzy. Wie gesagt, vielleicht hat er nicht gesehen, passiert einfach im Rennsport. Aber meiner Meinung nach wäre da definitiv weiter links die bessere Wahl gewesen, um ihm eben da die Tür nicht so vor der Nase zuzuschlagen. Dann hätte man eigentlich die Kollision verhindern können. Aber wir sind auch nur stille Beobachter, beziehungsweise wir sagen auch nur das, was wir sehen. Wir versuchen natürlich auch für euch da draußen die Bilder so gut wie möglich einzufangen. Was ich halt jetzt im Moment so ein bisschen schade finde, um das vielleicht so ein bisschen auszuweiten. Was ich ein bisschen schade finde, sie hatten hinter sich lange nichts, vor sich lange nichts. Und wenn... Also ich hätte auf Gordon gewartet dort. Weil wenn ich einen irgendwie, ich will jetzt der Rennleitung da nicht irgendwas vorgreifen oder irgendwas, aber wenn eine Kollision ist, ne, und Izzy wird sich wahrscheinlich nicht sicher sein, ob er schuld ist oder nicht, ja, und dann möchte ich jetzt auch keine Partei oder irgendwas ergreifen, aber da hätte ich schon gewartet. Also da sahen wir auf jeden Fall schon in der NSL Geschichten, wo gewartet worden ist, wenn man sich nicht sicher war. Und das bringt ja natürlich auch Respekt und auch, sag ich mal, Reputation gegenüber anderen Fahrern in der NSL und auch anderen Teams. Aber ja, blöd gelaufen jetzt für HLG in dem Fall. Aber Izzy im Moment, der lässt sich, hat hier wieder 2 Sekunden verloren. Entweder der wartet jetzt doch, das hat er mich auch gehört jetzt gerade im Stream. Aber wie gesagt, ich möchte hier wirklich niemandem irgendwas unterstellen oder irgendwas. Also nee, das ist einfach nur meine Meinung. Gar nicht, also keiner. Keiner unterstellt hier irgendwem Absicht oder sonst irgendwas. Man sieht, wenn es Absicht ist. Vielleicht war es einfach ein bisschen hart. Leute, nicht über das Thema im Streamchat diskutieren. Das bringt sowieso nichts. Das entscheidet, wenn es HLG einreicht, die Rennleitung und kein anderer.
Wenn HLG sagt, okay, mein Gott, passiert, dann ist es halt so. Aber da brauchen wir jetzt im Streamchat auch nicht rumdiskutieren. Ja, wir sind jetzt in der letzten Runde. Rotek, ja, bockstarke Leistung. Konstant. Ganz wenig Zeitunterschied in den Runden. Ist eigentlich permanent 18er Zeiten gefahren. Na. Hey, jetzt hat er mich ins Replay rein. Was soll das? Chrono auf der 2, aber Markus jetzt ordentlich abgekratzt von hinten, also 3,6 Sekunden und die haben noch eine Runde zu fahren. Und er knabbert immer weiter ab. Beatbox Rocker noch dazwischen, das könnte vielleicht nochmal Zeit kosten. Ja, aber jetzt werden wir auf jeden Fall auf Rotek drauf bleiben. Der hat hier nur noch eine Kurve vor sich und dann gewinnt er hier auf der Insel in England auf Brands Hatch, auf einer der geschichtsträchtigsten Strecken. Hier ist schon so viel passiert und hier holt sich Rotek im dritten Lauf Saison 3 der NSL den ersten Sieg für die Hafensänger. Gratulation für die Hafenjodler. Ja, sehr schönes Rennen, sehr gut gefahren. Und wer wird Zweiter? Also es schaut weiterhin auch stark nach Nameless Motorsport aus. Ja, also, aber hat noch ordentlich abgeknabbert, der Markus. Also 3 Sekunden jetzt. Gut, auch dem Frontschaden wahrscheinlich geschuldet. 2,7. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Es ist jetzt ein Fahrfehler und die 2,7 Sekunden, die sind weg. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich der Chrono das noch nehmen lässt. Aber ich will es ja nicht verschreien, weil wegen mir fliegen ja die Leute heute ständig von der Strecke, ne? Auch hervorragender zweiter Platz von Chrono. Auch wenn wir jetzt leider nicht eingefangen haben, was passiert ist. Oh, Chrono auf 2 und dritter Markus, sehr stark von allen Beteiligten hier. 4 Paul, 5 Splash, 6 Beatbox, Easy 7, Gordon 8. 9 Marco, 10 Gremium, 11 Bogona, die Chulu auf 12, Kochi Woche kommt jetzt übers Ziel auf Platz 13 und Marcel Pocky, ja, steht da. Ja, Rundenzeit 35 Minuten 06. Das wäre natürlich auch so ein geschichtsträchtiger Rekord für die langsamste Rundenzeit der NSL. Hast du nicht du? Nein. Das wüsste ich. Ja. Nein, Leute, beruhigt euch im Streamchat. Keiner spricht hier von Absicht. Keiner. Und nach wie vor hat es die Rennleitung zu entscheiden. Und hier im Streamchat wollen wir sowas eigentlich auch nicht hören. Weil es hat nichts mehr mit dem Rennen. Ich meine, man kann danach diskutieren im privaten Channel oder auch, sonst ne? irgendwas. Ist ja auch dafür da. Ne? Ja. Und es wird nach wie vor von der Rennleitung, denke ich mal, geprüft, wenn die HLG innerhalb von 24 Stunden, so ist die Frist hier in der NSL, diesen Vorfall als Videoschnitt einreicht, dann schaut sich das die Rennleitung an und dann wird es auch geprüft. So. Ja, auf jeden Fall starkes Rennen von allen Beteiligten. Auch Rotek starker sechster Platz. 52. Runde. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit das wir noch haben. Noch Ablauf. Vor allem, der hat noch immer Sprit. Der hat noch immer Sprit drin, ne? Ja, doch alle eigentlich. Der wäre jetzt die 52. Runde mit Sprit. Ist ja gar nicht. So. Ja, jetzt haben wir's. Genau, Mike. Der Pocky schlaft schon. Lasst ihn schlafen, ihn packen. Wir samt dem Auto in den LKW. Danach ab nach Barcelona. Ist ja nicht so weit. Nee. Ich würde nach Polen rüberfahren. So, einmal hier gratulieren.
Ja, und jetzt lassen wir hier, hoppla, lassen wir hier kurz das Ergebnis noch laufen. Und ja, ich sag mal, in dem Sinne gibt es eigentlich nichts Großartiges mehr zum sagen. Wir haben alles gesehen, was zum Sehen gibt. Wir haben hier die Hafensänger auf Platz 1 gesehen in einem unglaublichen Rennen. 1 Stunde 6 Minuten habt ihr uns jetzt aushalten müssen im Rennen. War ein ziemlich langes Rennen, das 50 Runden, 1 Stunde 6, das längste Rennen auf jeden Fall gewesen bis jetzt, glaube ich, in dieser Saison. Ich glaube, überhaupt in der NSL. Ja. Und fast ja gut, du hast durchschnittliche Rundenzeiten von 1,18 gehabt, aber 50 Runden, Fuji waren 1, was sind wir da gefahren? 1,38, 1,37, 36, so um den Dreh, hast aber nur 34 Runden gehabt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 32. So um den Dreh. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass euch der Stream gefallen hat. Ist auf jeden Fall schön immer zu lesen. Das heißt natürlich auch, dass ihr auf seinen und auf meinen Kanal geht und auch abonnieren könnt und so weiter. Ne? Würde uns sehr freuen. Und definitiv. Auch, wenn ihr uns auch vielleicht ein bisschen unterstützen könntet für die Zukunft, für die EGTM zum Beispiel von mir. Oder auch mal hier, dass sich der liebe Lone Survivor mal ein Internet kaufen kann und nicht mehr den Dackel vom Haus im Kreis laufen lassen muss. Nein, am Internet soll es nicht liegen. Auch ich freue mich jetzt dann, wenn die EGTM wieder losgeht, dass ich da auch wieder aktiv mitwirken kann. Hat mir in der zweiten Saison echt Spaß gemacht. Ja, die wird auf jeden Fall wieder geil, die Saison. Die dritte jetzt. Und auch danke an die Zuschauer, dass der Streamchat bis auf Money und der Nightbot hier, der hier immer rumspammt und die Leute maßregelt. Maßregelt, genau, danke. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren. Ja, gerne wieder. Gebe ich auch so. Kann ich auch nur so wieder zurücksagen. Also hat echt Spaß gemacht. Können wir das nächste Mal gerne wieder machen. So. Ja, liebe Leute, morgen Abend ab 22.30 Uhr geht es ja schon wieder weiter. Da fährt dann die Pro League und die Rookie League zeitgleich. Streamer habe ich jetzt leider nicht im Kopf, wer morgen alles streamt. Auf jeden Fall einschalten lohnt sich. Morgen gibt es wieder satte Renn-Action, unter anderem mit dir, Tommy. Ja, morgen steige ich auch mal wieder selber ins, also mal wieder steige ich selber wieder ins Auto. Hat mir natürlich hier der Rotec wieder gut was vorgelegt mit einem 1.17.4. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich geschwind, wie man so schön sagt. Da hat er auf jeden Fall eine gute Pace heute gehabt. Also da hätte ich wahrscheinlich auch meine Probleme heute gehabt mit ihm. Aber ja, du hast dann wenn du Glück hast, hast du nächste Saison dann dein Spaß mit ihm. Ach, ich habe auch so meinen Spaß mit ihm. Ja. Jetzt gehe ich nochmal mit ihm in die Party, ne? Okay. Nee. Ja gut, dann beenden wir das. Also wie gesagt, morgen 22:30 Pro und Rookie League. Unter anderem Midnight Crew, die Speedbots 1 und 2 in der Pro League. Mein Team, das ich natürlich auch tatkräftig morgen unterstützen werde. Hier auf Brands Hatch. Selber gar nicht, ne? Nein, ich bin morgen nicht am Lenkrad. Morgen fährt der müsste der Mac. Ja. Nee. Nee, wir haben von Anfang an einen Plan erstellt, wer wann fährt. Und ja. Ich werde mich jetzt die Tage schon auf Katalonien einschießen. Und dann schauen wir morgen, wer morgen das Rennen macht in der Pro und Rookie. Von mir, gute Nacht. Schlaf gut, ich werde jetzt noch ein bisschen FIFA spielen. Okay, dann sage ich auch bis mal dann. Gute Nacht an den Stream. Hat mir auf jeden Fall auch wieder eine Menge Spaß gemacht, hier euch kommentieren zu dürfen. Würde mich natürlich freuen, wenn ich nächste Woche wieder für euch da sein kann, wenn es wieder heißt Nightshift League. In der Zukunft wird es bei mir auch wieder die EGTM geben, was heute auch schon öfter gefallen ist. Ja, da hat heute die Registration angefangen auf egtm.racing. Könnt auch gerne mal dort reinschmökern, reinschauen. Dort fahren auf jeden Fall einige ganz heiße Eisen mit. Und ja, die Streams werden natürlich hier auch live auf meinem YouTube-Kanal sein, genauso wie die hoffentlich ein paar
Semi-Rennen vielleicht noch oder auch ein paar Rookie-Rennen. Aber bis dahin sage ich mal gute Nacht und hab noch einen schönen Samstagmorgen und wir sehen uns morgen wieder auf der Strecke. Ja, dann sage ich mal gute Nacht.